Zuschauer zu einem neuen spannenden Ereignis im Internet auf meinem Portal bei YouTube. Wir haben heute ein ganz besonders heißes Eisen angepackt, das uns mehr und mehr bedrängt. Nicht nur in Anbetracht des Klimagipfels in Paris, der im Dezember droht, sondern eigentlich fast zum Alltag schon geworden ist, ein ständiges Hinweisen auf die Probleme, die der Klimawandel für uns Menschen mit sich bringt und ja, wie stark wir dafür auch verantwortlich sind. Ich bringe ein Beispiel mit. Ich habe hier die neue Presse Coburg vom heutigen und schon die zweite Seite vom Hauptteil. Klimaschutz auf Abwägen. Bevor heute schon das erste, wo einmal der Kaffee im Mund stecken geblieben ist. Es geht hier zentrales Problem der Klimapolitik, der CO2-Ausstoß muss endlich sinken. Beim Pariser Gipfel sind verbindliche Zusagen nötig, mahnen Experten. Im Handel mit Verschmutzungsrechten hakt es jedoch gewaltig. Ein Herr Petermann und eine Frau Herzog bringen die ganze Seite voll. Es kommt auch noch der große Klimapoker, die Klimakonferenz in Zahlen und zum Emissionshandel bekommt was. Wir sehen da unten auch die größten Klimakiller offensichtlich. Das reine Wasserdampf, der von einem Kernkraftkühlturm abgegeben wird. Wir sehen auch irgendwelche sehr stark gereinigten Wolken, die vielleicht von einem Kohlekraftwerk oder ein Gaskraftwerk abgegeben wird. Und natürlich ist auch der Hinweis auf die Lösung nicht weit. Wir sehen hier drei wunderschöne, im Nebel so als Gespenster auftauchende Windräder. Ja, wir kennen das Thema. Das ist für die Erwachsenen. Die Wochenendausgabe meiner neuen Presse Coburg bringt Kindernachrichten. Und was sehen wir hier? Ein fürchterlich ausgedorrtes Feld. Wir sehen hier, ist das in Afrika? Nein, am ausgetrockneten Rheinufer in Düsseldorf, Klammer Nordrhein-Westfalen, für den, der genau wissen will, Erdkunde, heißt heute aber anders, bilden sich Risse in der Erde. An manchen Orten wird es durch die Klimaveränderung trockener. So ist dieses Rheinufer hier dargestellt und dann die Kinder müssen eingeschworen werden auf dem kommenden Kampf oder auf den schon im jetzigen Zeitpunkt stattfindenden Kampf gemeinsam gegen die Klimaveränderung, in Kackbraun geschrieben. Und was ist es da? Umweltschützer drücken die Daumen, wenn alles gut läuft, gibt es in Sachen Klimaveränderung bald einen wichtigen Fortschritt. Von der Klimaveränderung hast du vermutlich schon mal gehört. Manche sagen auch Klimaerwärmung dazu. Und zum Schluss steht, für viele Experten ist der Klimagipfel in Paris also besonders entscheidend. Doch das mit dem Einigen ist nicht so einfach bei so vielen Ländern. Na gut, wir kommen darauf zurück. Ja, diese Klimaveränderung scheint ein tolles Problem zu sein. Die heutige Zeitung, Neue Presse nochmal, bringt nun den schwedischen König. Der schwedische König schämt sich fürs Baden. Also allen Ernstes. Und zwar, er gibt hier ein Interview dem Svenska Dagbladet am Wochenende. Darin hatte er zum Umweltschutz durch Duschen aufgerufen. Das greift natürlich zu kurz. Weil seine Vorfahren in der Barockzeit, die haben das ja natürlich noch viel umweltschützender hingekriegt, die haben auch aufs Duschen, nicht nur aufs Baden, auch aufs Duschen verzichtet. Die haben auch auf eigentlich die gesamte Körperhygiene verzichtet, haben sich dann aber sehr dick mit Pomaden aufgetragen und weil es da natürlich auch geruchsmäßig zu optimieren war, das ist dann praktisch das Kölnische Wasser erfunden worden für diese Zwecke. Und die haben auch übrigens auf die Klospülung verzichtet und das hat uns unser Lehrer damals in Geschichte immer erzählt, wie es in Versailles zuging, wo man sich irgendwo ein vergnügtes Örtchen gesucht hat und dann unter seinen Röcken und Rockschößen dann einfach frei weg in die Landschaft oder in die heiligen Hallen dann seine Exkremente abgegeben hat. Das war super umweltschützend natürlich und war rein natürlich Bio-Öko.
Das ist der schwedische König. Wir haben aber auch Prinz Charles. Und der Prinz Charles hat uns nun genau auch am 23.11. Heute haben wir nach meiner Uhr den 24. November, also gestern, kommt Prinz Charles und sagt, der Klimawandel ist schuld an Migrationskrise. Es geht scheinbar um Einwanderer auf Deutsch übersetzt. Oder Flüchtlinge oder egal wie. Und Terrorismus. Da wird Bezug genommen auf den just vor ein paar Tagen stattgefundenen Pariser Anschlag auf diese Attentate. Also Prinz Charles sagt, der Klimawandel ist sozusagen an allem schuld, was uns heute Angst macht. Ja, Prinz Charles macht uns dann auch Angst damit. Und jetzt haben wir dann sogar in Bayreuth, wir sind ja hier im Fränkischen, in meiner Geburtsstadt, Würzburg, in der Universitätsbibliothek. Wir haben einen Forscher, auch in Bayreuth gibt es inzwischen eine Universität und ein Bayreuther Klimaforscher, Professor Thomas Focken, der wendet sich gegen die von mir geäußerte These, der Mensch habe das weltweite Klima nie beeinflusst und sagt in der Überschrift Professor Focken, Mensch trägt Hauptschuld am Treibhausklima. Ja, das zur Einleitung, warum wir uns heute mit diesem Thema Klima beschäftigen. Das Klimathema für mich als Architekt ist ja nicht nur, dass man mal raus zum Wetter guckt und sagt, was tut sich da? Nein, ich baue Häuser, ich renoviere Häuser und da drin wohnen Menschen und die benötigen dringend Klimaschutz, weil sonst wird es ihnen ja im Winter zu kalt und im Sommer zu warm. Und insofern ist Klima für jeden Architekten ein gottgegebenes Thema und man interessiert sich dafür. Und lustigerweise müssen wir ja nun Klimaschutz nicht als Schutz vor dem Klima verstehen, sondern als ja, fast Schutz gegen, oder Klima muss geschützt werden nun eigentlich vor den Menschen. So wird es ja heutzutage verstanden. Und das bedrängt einen jeden Tag. Wir müssen die Häuser nun mit dicken Wärmedämmungen umgeben und sonst was für Klimmzüge, müssen irgendwelche Ökostrome einspeisen in das armselige Häuschen. Egal was das kostet, kann man fast sagen. Und so war sehr früh mein Interesse für Klimaschutz als solches geweckt. Der erste Hammer diesbezüglich kam in einer Konferenz, in einem Seminar, das wir als Deutsche Burgenvereinigung in Bamberg damals veranstaltet haben, Fenster und Türen in historischen Wehr- und Wohnbauten. Und da hat es uns interessiert, wie war denn das früher so als Fürst und Fürstin, Prinz und Prinzessin in ihren ja, mehr oder weniger schlecht heizbaren Gemäuern herumgekrochen sind. Wie war das da mit den Fenstern und mit den Türen? Was haben die für Vorkehrungen gehabt? Und wir haben dann, um das zu klären, sehr interessante Leute gefunden, die uns darüber berichten. Und zwar war das Rüdiger Glaser und Winfried Schenk, die uns einen zentralen Vortrag gegönnt haben auf dieser Burgentagung. Und zwar Grundzüge der Klimaentwicklung in Mitteleuropa seit dem Jahre 1000. Und dort haben sie uns über die Klimahistorie aufgeklärt mit fantastischen Ergebnissen. Ich habe gedacht, alles das, was ich bisher in den Zeitungen, in den Medien über Klima gelernt habe, kein Wort war. Und die haben das bewiesen mit wunderbaren Tabellen. Wir werden auf dieses Thema noch draufkommen. Wie war das mit dem Klima früher? Das war ein wissenschaftlicher Aufsatz und der hat mein Interesse geweckt. Und seitdem habe ich gesagt, ich muss mich besser aufklären. Habe mir dann Fachzeitschriften zugelegt und bin dann schon im Jahre 98 auf einen fantastischen Aufsatz gestoßen, Gastkommentar, damals in dieser naturwissenschaftlichen Zeitschrift Fusion im Pötticker Verlag. Ein gewisser Dr. Wolfgang Thüne, wie sich dann herausstellt beim näheren Lesen, ein ehemaliger ZDF-Meteorologe, ein ZDF-Wetterfrosch, hat einen Beitrag gebracht, Klimapolitik, eine utopische Variante der Kulturrevolution. Das war für mich so eine Art von Schlüsselerlebnis. Ich konnte das nicht glauben, was da steht und habe gesagt, diesen Mann, den muss ich auf den Zahn fühlen, den muss ich kontaktieren und habe mir den Kontakt verschafft, das war damals schon 98, und habe dann zu Dr. Wolfgang Thüne einen ersten Telefonkontakt geknüpft und
Im Ergebnis sitzen wir beide heute da. Herr Dr. Thüne, ich darf Sie herzlich begrüßen. Es ist mir eine große Ehre, auch im Hinblick auf die Zuschauer, die uns hoffentlich dann ein bisschen folgen werden in unserer Aufklärung, dass Sie hier mir Rede und Antwort stehen über die aktuellen und vielleicht auch die früheren und vielleicht auch die künftigen Probleme rund ums Klima, rund ums Wetter, rund um die Klimapolitik. Und ganz kurz zu Ihnen, Sie sind 1943 in Rastenburg in Ostpreußen, wer es nicht mehr kennt, geboren. Ostpreußen ist ja für jeden einigermaßen seines Geistes Mächtigen praktisch die Geburtsregion der Aufklärung. Wir haben dort den großen Immanuel Kant, ein Königsberger, Rastenburg ist ja nicht allzu weit weg davon. Und insofern ist es, glaube ich, sehr zutreffend, dass Sie als Ostpreuße hier ein bisschen mithelfen bei der Aufklärung rund um Klimaschutz und Klimapolitik. Sie sind ein studierter Meteorologe, haben ein reiches Leben schon hinter sich in verschiedenen Berufsfeldern eigentlich. Und wie ich gelesen habe, haben Sie auch hier in Würzburg einen Doktor in Philosophie, Dr. Phil, an einem Lehrstuhl für Philosophie, Soziologie und politische Wissenschaft. Politische Wissenschaft haben Sie auch noch einen Doktorgrad erworben. Ich hoffe, nicht allzu viel abgeschrieben dabei, undeklariert. Ich nehme an, bei Ihnen, so wie ich Sie kenne, kein einziges Wort. Und insofern denke ich, ist auch eine Ansprache im Hinblick auf politische Konsequenzen ist nicht ganz unberechtigt. Im Gegensatz zu unserer Bau- und Umweltministerin, die ja eine hochgradige Wissenschaftlerin ist rund um die Margarineproduktion und hier im Bau- und Umweltministerium ihre Kenntnisse ja glänzend umsetzen kann, habe ich bei Ihnen doch die Meinung, dass wir beide wissen, wovon die Rede ist, wenn ich vom Bauen rede und Sie ein bisschen von der Politik, insbesondere von der Klimapolitik. Herr Thüne, wie kam das eigentlich, dass Sie, wie Sie da in Ostpreußen, JWD, geboren wurden und aufgewachsen auch die ersten Jahre, wieso sind Sie zum Schluss ein Wetterfrosch geworden? Können Sie uns ein bisschen was erzählen von Ihrem Lebenslauf, dass man ein bisschen nachvollziehen kann, wie das dann kommt von Rastenburg. Zum Schluss waren Sie dann beim ZDF und auch in Mainz im Umweltministerium, dass Sie uns ein bisschen erzählen, wie so Ihre naturwissenschaftliche Genese war. Gut, das ist einfach zu erklären im Grunde genommen. Wie gesagt, ich bin 43 geboren, sollte in Königsberg geboren werden, wie meine Mutter und mein älterer Bruder auch. Nur ich war etwas zu schnell und meine Mutter hatte keine Zeit mehr nach Königsberg zu fahren, um mich dort zur Welt zu bringen. So bin ich in Rastenburg geboren. War aber kein schlechtes Wetter dran schuld. Nein, es war an meinem Geburtstag, war ein großes Hoch über Mitteleuropa, war wolkenloser Himmel, morgens war es frostig in Ostpreußen. Die Sonne hat gelacht. Die Sonne hat vom Himmel gelacht und vielleicht habe ich auch ein bisschen was von den Sonnenlicheln bis heute behalten. Ja, die Jugend in Ostpreußen, also die frühe Kindheit war natürlich relativ kurz. Wir mussten schon Ende 1944 aus Ostpreußen fliehen und landeten zunächst erstmal in Kospa in der Nähe von Leipzig. Und von dort aus sind wir dann 1948 nochmal weitergezogen in den Westen und in den Raum zwischen Köln und Aachen. Da bin ich dann aufgewachsen, bin ich eingeschult worden, habe Abitur gemacht. Mein Vater selbst war Studienrat Mathematik, Physik und Geographie und das waren genau die Fächer, die auch das Fundament der Meteorologie überhaupt sind. Das war Ihnen quasi auch ein bisschen in die Wiege gelegt. Zumindest in naturwissenschaftliche Begabung, ja, die von der Mutter her, die war Tochter eines Gutsbesitzers. Daher habe ich auch natürlich Kontakt zur Landwirtschaft. Möglicherweise wäre ich auch, wenn wir in Ostpreußen geblieben wären, in der Landwirtschaft gelandet. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kam für mich kurz vor dem Abitur nur ein naturwissenschaftliches Fach in Frage. Ich habe zunächst an die Geologie gedacht. Und die Berufsberatung hat mir aber abgeraten, dass der Bedarf an Geologen, der wäre gesättigt, es wäre ja alles erforscht und so weiter und so fort. Und ein Schüler meines Vaters, der studierte Meteorologie in Berlin an der Freien Universität. Und das war gerade im Sommer 1961. Er war in Semesterferien dann an dem Ort, wo ich dann aufgewachsen bin.
Und den habe ich dann gesprochen und da habe ich mich über das Studium unterhalten. Und ja, und der Schluss war dann, okay, du studierst Meteorologie. Und da habe ich dann in Köln begonnen, im ersten Semester. Der Lehrstuhl war verwaist, der Vorgesetzte war gestorben, neuer war noch nicht in Aussicht. Und da bin ich wie viele andere Kölner Studenten nach Berlin gegangen und habe dort also eine wunderbare Ausbildung bekommen, also das Beste, was damals auf dem Markt war. Das war sowohl in der synoptischen Meteorologie, also in der angewandten Wetterkunde, als auch in der theoretischen Meteorologie, hatte ich zwei ausgezeichnete Professoren. Ja, und 1962 fing ich an zu studieren, 1967 war ich schon fertig. Es war gerade so, als die turbulenten Jahre in Berlin waren, die Studentenrevolte begann. Es war 1967 der Yom Kippur-Krieg in Israel und es war der Schar-Besuch in Bassi in Berlin und da ging es also drunter und drüber. Sie waren ja, ein Früh-68er sozusagen. Nein, ich hab ehrlich gesagt davon gar nichts groß mitbekommen, weil das Meteorologische Institut in der Potsdam-Allee war isoliert. Die Unruhen waren dann in der Otto-Suhr-Institut, das war also ganz woanders in Berlin. Die Naturwissenschaften waren relativ unbeeinflusst von diesen, zumindest in der Anfangsphase. Ja, und aber nichtsdestotrotz, ich habe dann mein Diplom mit der Gesamtnote 1 gemacht, wollte eigentlich an der Universität bleiben, wollte dann zur Deutschen Versuchs- und Luftraumfahrtanstalt in Oberpfaffenhofen. 1967 war allerdings Einstellungsstopps, das wäre die erste Wirtschaftskrise. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, gehst du zum Deutschen Wetterdienst? Der hat die Meteorologen mit Kusshand genommen. Also von der wissenschaftlichen Ausrichtung eigentlich in die praktische? In die praktische, ja, gut. Ich hatte ja schon durch den Professor Scherhag gute Erfahrungen der synoptischen Meteorologie. Damals musste man ja noch so von der Pike auf das Fach lernen, die Wetterkarten selbst mit Hand zeichnen, sich dann Überlegungen machen, wie analysiert man eine Wetterkarte. Und da kommt zunächst erstmal aus, das wichtigste Element ist überhaupt der Luftdruck. Mhm. Ich muss erstmal festlegen, wo ist ein Hochdruckgebiet, wo ist ein Tiefdruckgebiet, wie sind die Isobaren verteilt, wie dicht gedrängt sind die Isobaren. Das hat natürlich Einfluss auf die. Was sind Isobaren? Liniengleichen Luftdrucks. Mhm. Also, das müsste man eigentlich heute bei Abiturjahrgängen, von wo 50% der Schüler. Der Jugendlichen das Abitur machen, müsste eigentlich das erwartet werden. Das aber wir, vielleicht kommen wir auch Kinder zu. Ich habe ja auch die Kinder angesprochen. Ja, das war sehr amüsant und ich musste also ein bisschen mein Lächeln unterdrücken, als ich das gehört habe, was da den Kindern heute zugemutet wird. Aber das ist ein trauriger Fall, wie die Bildung insgesamt doch gesunken ist. Das ist ja nur gut, wenn wir jetzt Informationen bringen, die auch ein Kind verstehen kann. Selbstverständlich. Also, und Kinder, die in die Der Luftdruck, das ist das wichtigste Wetter überhaupt. Ja, der Luftdruck entscheidet, aus welcher Richtung die Temperatur kommt. Woher kommt denn der Druck? Temperatur kommt. Wer drückt denn da? Der Luftdruck entsteht durch Wärme- und Temperaturunterschiede. Ja, also man muss einfach mal jetzt uns Großräumige sehen, die Erde sich als Kugel vorstellen. Die Kugel wird von 150 Kilometer, Millionen Kilometer Entfernung bestrahlt. Und eine Kugel hat ja die Eigenschaft, dass nur eine Stelle durch die Rotation der Erde die Sonne immer senkrecht stehen kann. Und zwar, das ist im Äquator, wenn es die Schiefe der Ekliptik nicht gäbe, also wenn die Erdachse senkrecht auf der Sonnenachse stünde, dann würde immer am Äquator die stärkste Einstrahlung sein und die nimmt natürlich durch die Rundung und Abrundung der Erde nach Norden und Süden ab. Daher kommt auch der Begriff Klima. Der Begriff Klima ist ein Wort, der bei uns umgangssprachlich heute völlig sinnentstellt gebraucht wird, in allen Varianten, wo Klima auftritt. Aber die Ursprungsbedeutung heißt Neigung oder Krümmung. Also Klima heißt geneigt oder neigt. Ja, ja. Also die ich meine, wenn zwischen Menschen die Neigung stimmt, dann redet man ja auch von gutem Klima. Ja, ja. Ja, oder ein Gespräch hat in einer guten Atmosphäre stattgefunden. Also man nimmt, um unser Verhalten und unsere Reaktionen zu beurteilen, natürlich Rückgriff auf
naturwissenschaftliche Begriffe. Ebenfalls Klima als Neigung. Jawohl, vielleicht können wir in dem Moment noch mal kurz unterbrechen in unserem Betrachten, was ist Klima. Vielleicht kommen wir jetzt von Ihren handgezeichneten Isobaren und Wetterkarten vielleicht noch ein bisschen weiter in Ihrem Lebenslauf. Ja, das können wir wieder. So, Nick, gehen wir also einen kleinen Gang zurück hier. Ja. Also wie gesagt, das Studium war also ein experimentelles Studium im Wesentlichen, bevor eher die theoretische Mythologie dazu kam. Aber ich habe auch an der studentische Hilfskraft gearbeitet, Meteorologisches Institut. Aber experimentell müssen wir jetzt nicht denken, dass Sie Wetter gemacht haben. Nein, das ist ja. Das soll ja heute geschehen. Ja, heute soll wir das Wetter machen. Das Wetter können wir nicht machen und mit dem Wetter können wir auch schlecht experimentieren. Das kann man im Labor machen, ja, im Chemielabor oder im Physiklabor, da kann man kleine Experimente stellen, aber wie will ich als winziger Mensch hier mit der Atmosphäre experimentieren. Wie muss man sich das dann vorstellen? Ein experimentelles meteorologisches Studium? Ja, oder Experimente? Also Experiment in dem Sinne war etwas falsch ausgedrückt, muss ich sagen. Also es war kein Experiment. Ich würde nur sagen, ich habe von der Pike auf die Wetterkarte gelernt. Also ich habe zunächst mal Funkmeldungen, da habe ich die verschlüsselten Wetterberichte gehört aus der ganzen Welt, haben die Zahlencodes aufgeschrieben, dann diese Zahlencodes übersetzt in sichtbare Zeichen, also die Wettersymbole, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Temperatur, Taupunkt, Luftdruck. Sie haben sicher auch diese Stationen kennengelernt, wo man Wetterdaten erfasst. Ja, wir haben ja selbst am Institut eine Station, das ist ja genau normiert im Grunde genommen von den Wetterdiensten, wo die Stationen zu stehen haben, wie die, wie frei die liegen soll, wie der Untergrund beschaffen ist, wie weit Häuser, Bäume und so weiter. Das heißt, Sie haben von der Pike auf, von der Erfassung von Wetterdaten bis zu Ihrer Analyse und Auswertung, das haben Sie im Studium gemacht. Ja, ja, das habe ich gemacht. Das habe ich auch während des Studiums auch schon angewandt. Ich war nach dem ersten Semester, also nach dem zweiten Semester, erstes Semester Köln, dann im Wintersemester 62, 63, dann im Oktober bin ich nach Berlin gegangen und war ein junger Bursche und habe dann nach dem Wintersemester dann bei Rhein-Braun gearbeitet und die hörten, dass ich, Asylarbeiter natürlich, was liegt einem Studenten anders übrig. Und die hörten, dass ich da Meteorologie studiere in Berlin und da haben sie mich angesetzt. Ja, wir haben so einen eiskalten Winter hinter uns, 62, 63. Wir mussten sogar die riesigen Abraumbagger abstellen, weil der Boden mehr als 80 cm gefroren war. Dann schaffen selbst die Giganten nicht mehr, hier den Abraum wegzuräumen. Und haben sie mich dann gebeten, ich sollte mal die Wettergeschichte des vergangenen Winters analysieren, aufarbeiten und ihnen erklären, wieso es jetzt dazu gekommen ist. Und das habe ich dann gemacht und so habe ich dann natürlich auch jetzt sofort als junger Student bin ich gefordert worden. Cool. Ja, was hast du jetzt gelernt und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ein Studium, das ging dann daran, dass man diese Wetterkarten selbst gezeichnet hat. Diese Erfahrung macht heute kein Meteorologiestudent mehr. Er zeichnet nicht mehr, der kennt die Symbole nicht mehr, ihm fehlt auch die Zeit zu denken. Wenn ich eine Karte zeichne, das dauert ein paar Stunden, dann könnte ich denken, dann kann ich überlegen und so weiter und so fort. Und wenn ich das in regelmäßigen Abständen mache, habe ich auch schon die Wettergeschichte im Kopf vorgeprägt. Die Analyse fällt natürlich viel leichter, aber ich kann dann sehen, wie verhält sich alles. Es reicht natürlich nicht nur eine Bodenwetterkarte, sondern auch in verschiedenen Höhen. Es gibt ja Radiosonden, das sind Ballons, an die hängt man kleine Messgeräte, die steigen dann auf und die funken dann die Messdaten von der Höhe wieder runter. Auch da werden Höhenkarten gezeichnet. Die Bodenwetterkarte, wie gesagt, das ist ja also die Luftdruckverteilung und am Boden. Und dann muss man auch natürlich die Höhenwetterkarten zeichnen, denn am Boden erfolgt nur das an Wetter, was letztendlich von der Höhe her herantransportiert wird. Der Boden ist ja eine Grenzschicht, am Boden hört auch die Windgeschwindigkeit auf, die baut sich erst mit der Höhe auf und von der Höhe aus werden die tiefen Totdruckgebiete gesteuert. Und die geben mir natürlich jetzt einmal den Überblick über die Wetterlage, über größere Gebiete. Und das haben Sie im Studium schon gelernt, wie man das alles bewertet und auch macht. Richtig. Und dann sind Sie in der
Im deutschen Wetterdienst oder wo sind Sie dann gelandet? Ich bin gelandet, das habe ich ja gesagt. Also der Wetterdienst war damals aufnahmefähig, da hat Hendrik nach Meteorologen gesucht. Da bin ich dann gewesen, habe mein Referendariat da durchgelaufen, habe natürlich nicht nur die synoptische Meteorologie kennengelernt, sondern auch die Medizinmeteorologie, die Agrarmeteorologie, die Flugmeteorologie, die Seewettermeteorologie und so weiter, die ganzen verschiedenen Sparten hineingeschaut, denn das Wetter ist ja mit allem verbunden. Was müssen wir uns mit synoptisch vorstellen? Synoptisch heißt nur, Synopsis ist die Gesamtschau. Mhm. Also Wetter hat man ja nur, wenn ich hier stehe, soweit der Horizont mein Blick reicht. So weit kann ich Wolken erfassen, kann auch sehen, da zieht ein Schauer vorbei oder sonst was. Den Wind spüre ich natürlich nicht hier, nur hier am Ort, da weiß ich nicht, was in 10 Kilometer für Wind herrscht und so weiter und so fort. Synoptisch zusammenschauen. Dies wurde erstmal möglich im Jahre, ja, so etwa um 1850, als der Telegraph erfunden worden ist. Und sich dann Wetterdaten ausgetauscht. Dann konnte man sagen, das war bei der Weltausstellung in London und 1850. Und da hat man das ausprobiert, da immer von Birmingham, von Manchester und von allen verschiedenen englischen Städten. Die Daten, die Messdaten nach London gefunkt, hat die in eine Karte eingezeichnet und hat dann das. Und danach sind ja überall in den Staaten die Wetterdienste gegründet worden. Ja. Der deutsche Wetterdienst, den gab es damals nicht, das war damals die Seewetterwarte 1870. Weil der Hauptabonnent für Wetterdaten war natürlich die Schifffahrt damals. Luftfahrt gab es noch gar nicht. Die Landwirtschaft, die ist zwar schon immer vom Wetter abhängig gewesen. Die hatten ja den 100-jährigen Kalender. Mein Cousin hat den familiären Bauernhof und er sagt mir, wenn ich im 100-jährigen Kalender nach den Wetterdaten gucke, das ist oft genauer als der etwas längerfristige Wetterdienst, den uns naja, der Wetterdienst. Das ist leider Zufall. Ich meine, also der 100-jährige Kalender stammt von einem Abt, Mauritius Gnauer. Der ist in Langheim gewesen. Richtig. Und ich habe mein Büro in der Langheimer Klostermühle. So ist es. Und der Abt Gnauer hat unsere Mühle mitgebracht. Na, der hat, wie gesagt, damals herrschte die Auffassung, es waren 7 Planeten bekannt. Ja. Und jeder Planet, die regiert für ein Jahr das Wetter. Mhm. Und dann hat er das 7 Jahre beobachtet, im 8. Jahr stellt er fest, also das steht nicht hinten und nicht vorne. Man hat die Klappe zugemacht und irgendwo in die Schublade verbannt. Hat sich aber später gut vermarktet. Ja, eher nicht. Eher ja, nicht. Nein, die Klappe wurde gefunden und da gab es einen cleveren Apotheker, der gesagt hat, das kann man vielleicht vermarkten, die Leute sind eh leichtgläubig. Ach. Und den kann man alles unterjubeln. Verlängere die 7-Jahres-Periode und mache dann einen 100-jährigen Kalender. Das erinnert mich ja fast an heute, wo wir auch auf 50 und 100 Jahre genaue Prognosen empfangen dürfen. Ja, sicher. Und es ist natürlich so, dass im Jahr 2015 durchaus mal ein Tag stimmt mit dem Jahr 1751. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, ich habe hier einen Gesamtzyklus, dem das Wetter unterliegt. Erstens leben wir in der Westwindzone. Zweitens haben wir natürlich die Schiefe der Ekliptik. Die Sonne wandert zwischen den Wendekreisen, nördlich und südlich. Ich habe also am 21. Juni immer den Sommerbeginn, am 21. Dezember Winterbeginn. Ich habe die Jahreszeiten. Ich habe mit den Jahreszeiten steigen natürlich auch die Temperaturen. Die steigen nicht mit dem CO2-Gehalt der Luft oder sonst was. Jetzt sind wir ein bisschen weit. Einzig und allein mit der Temperatur. Kommen wir mal zurück zu Ihrem Start am Deutschen Wetterdienst. Ja. Also nach der Referendarzeit, nach dem zweiten Staatsexamen, bin ich dann, wie gesagt, in der Wetteranalyse- und Vorhersagezentrale des Wetterdienstes gelandet. Das ist in Offenbach. Und das war 1968 bin ich zum Wetterdienst gekommen, 1969 zweites Staatsexamen und danach kam ich, wie gesagt, dahin und habe mich da offensichtlich auch gut bewährt und 1971 fragte das ZDF, es gab damals schon die Fernsehmeteorologen im zweiten Programm und wir brauchen noch einen Jungen und da bin ich 71 mit 28 Jahren, also mit Abstand der jüngste Wetterfrosch, der deutschen Fernsehen überhaupt der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Sind Sie noch gut die Leiter rauf und runter gekommen? Das hat mit der Leiter gar nichts zu tun.
das sind... Also Sie waren ein außergewöhnlich junger Fernsehstar dann dort. Es war in gewisser Hinsicht Fernsehstar, ja. Aber wenn ich heute denke, die sind Fernsehstars. Die haben das damals nicht so genommen. Wir waren normale Menschen. Man muss einfach sehen, Meteorologen sind eigentlich von Natur aus bescheidene Menschen. Aber ich kenne ganz viele Leute, gedemütigte Menschen, ja. Denn da zeigt sich immer wieder unser Unwissen vom Wetter. Mhm. Mit jeder Fehlvorhersage, und es sind mehr, als uns zugegeben wird, ja, offenbart sich, dass wir die Atmosphäre, deren Verhalten, die Bewegungsvorgänge doch nicht so erfassen können, zumindest nicht prognostisch. Im Prinzip rückwirkend kann ich immer alles sagen. Ja. Im Prinzip haben Sie sich also bewusst auf Glatteis begeben, haben Sie vor die Kamera gestellt und haben dann das Wetter von morgen angesagt. Ja, auf Risiko. Auf Risiko, ja, aber nach bestem Wissen und Gewissen. Ja. Also ich habe nicht irgendwie da was geflunkert. Ich habe auch den Leuten nicht versprochen, das Wetter wird so, wie ich das heute sage. Ja? Ich garantiere, es gibt ja heute Formulierung, ich garantiere morgen das und das Wetter. Das kann man nicht. Ja? Das Wetter hat immer Möglichkeiten, die Vorhersage über den Haufen zu werfen. Und das tut es auch. Jawohl. Ja? Und deswegen sage ich ja, wir sind bescheiden, weil wir die wissenschaftlichen Grenzen unseres Faches kennen. Ja, und das zeigt sich auch in der ganzen numerischen Wettervorhersage, die dann aufkam Anfang der 70er Jahre. Das war also in Berlin, als ich da studierte, gab es das noch gar nicht, Computer und dergleichen mehr. Das kam ja erst später auf. Gab es da mal Beschwerden von Zuschauern, denen Sie das falsche Wetter vorhergesagt haben? Ja, das haben Sie Zuschriften bekommen? Das hat es immer gegeben. Also da habe ich am wenigsten von allen gekriegt. Mhm. Wirklich am wenigsten von allen. Weil ich auf die Formulierung immer so gewählt habe, dass die Leute wissen, da ist ein Unsicherheitsfaktor immer dabei, naturgegeben. Und zu meiner Zeit gab es ja noch im ZDF den Elmar Gunsch. Ja. Ich weiß nicht, der Mann mit dieser honorigen, angenehmen Stimme. Und der hat immer Donnerstagabend gewettert. Der hat uns nicht ersetzt, aber der hat nach uns dann noch eine Wettervorhersage gemacht, die mit einem Hahn und so weiter, mit Karikaturen und dergleichen, die etwas lustiger war. Ja. Weil, wie gesagt, von Donnerstag bis Sonntag eine Vorhersage zu machen, war damals zu riskant. Mhm. Es ist heute auch genauso riskant, aber man geht ja heute über die 3-Tage-Regel hinaus und macht Vorhersagen 6, 7, 8, manchmal sogar Temperaturkurven für 14 Tage. Also ich war vor 2 Jahren in Paris, wollte einen Stadtspaziergang machen, habe früh im Hotel um 8 Uhr das Wetter geprüft. Dann hat es geheißen, irgendwann Regen oder irgendwann kein Regen. Mittags war komplett anderes Wetter, als man uns um 8 Uhr in den Nachrichten verraten hat. Also ja, noch nicht mal einen halben Tag konnte das stimmig sein. Also wenn das morgens in den Frühnachrichten passiert, dann habe ich noch ein bisschen Verständnis. Denn abends werden die Vorhersagen gemacht und mit 12 Stunden Differenz werden sie vorgelesen und in 12 Stunden kann viel passieren. Mhm. Ja, gehen Sie mal aus von einer Höhenströmung von 50 km/h. Während wir schlafen, legen die Wolken 500 Kilometer und mehr zurück. Ja, und wenn ich nicht weit genug schaue und mich auf meinen Augen verlasse, da kommt natürlich sowas zustande. Das darf eigentlich nicht, heutzutage nicht mehr sein. Also es ist schon ein Risiko damit verbunden. Ist immer Risiko und vor allen Dingen, ich meine, man muss so sagen, man kann dann noch so eine gute Vorhersage machen. 10 Kilometer Geschwindigkeitsunterschied auf 24 Stunden oder auf 48 Stunden sind ja tausend von Kilometern. Das summiert sich ja auf. Eine Richtungsänderung nur von nur 1-2 Grad. Ja, wenn ich ein Tief von Island mit 270 Grad ziehe oder mit 280 Grad oder 65 Grad oder was auch immer, wird die Schere immer breiter mit der Entfernung. Und irgendwann kommt das Tief nicht in Hamburg an, sondern vielleicht in München oder oben in Oslo und dergleichen mehr. Und schon habe ich völlig anderes Wetter. Klar. Ja. So, jetzt waren Sie am Fernsehen. Das war ein Nebenjob dann? Oder? Das war ein Nebenjob. Nein, das war parallel. Voraussetzung war, das waren alles Kollegen des Deutschen Wetterdienstes. Ja. Ob der Dr. Harländer, der Dr. Teich, die Frau Dr. Wege und so weiter, wie sie alle hießen.
Alle kamen aus der Praxis. Das ist ja heute direkt verblüffend. Ich habe gerade heute früh eine Einladung bekommen zu einem geologischen Kongress in Würzburg. Es tritt auf die gelernte Schauspielerin und ich glaube Diplomkauffrau Claudia Kleiner, die Wetterfee. Ja. Ich will jetzt keinen Blondinenwitz machen, aber sie spricht dann über Leben im Treibhaus. Aber woher kann die das beurteilen? Ich meine, sie hat ja nicht eine, immerhin wie sie, meteorologische Ausbildung. Ich weiß nicht, ob die da eine Grundausbildung kriegen. Sie trägt ja das Wetter sehr schön vor. Das gab es also zu ihrer Zeit ganz und gar nicht. Nein, ich mag mal so sagen, das kann jeder lernen, einen Wetterbericht vorher zu sagen. Vorlesen. Ja, vorlesen oder ablesen, ja, der von anderen erarbeitet worden ist. Das kann jeder. Da können auch hübsche Mädchen. Die sind attraktiver als ich oder wer auch immer. Das trifft für mich auch zu. Das kann jeder. Ja. Ne? Aber das selbste Arbeiten, da fängt es ja erstmal an. Was geschah nach dem ZDF? Nach dem ZDF, ja gut, das habe ich bis 1986 gemacht. Und dann? Ich bin ja schon 1974 vom Wetterdienst weggegangen. Das hat natürlich keiner gemerkt, weil ich abends noch die Wetterberichte gemacht habe. Das ZDF hat gesagt, der Thüne gefällt uns und der macht das so ordentlich, den wollen wir behalten, auch wenn er nicht mehr beim Wetterdienst ist. Hat natürlich ein bisschen Neid und Ärger hervorgerufen, man wollte natürlich diese Pfründe nicht da abgeben an einen Abtrünnigen, an einen Dissidenten, der da weg ist. Ich bin 1974 vom Deutschen Wetterdienst weg in die angewandte Meteorologie. Nach Rheinland-Pfalz habe ich das Landesamt für Umweltschutz mit aufgebaut und habe ein Referat in Klimatologie gehabt, wo wir vor allen Dingen Stadtklima, Gelände, Klimauntersuchung gemacht haben. Ein echter Klimawissenschaftler, oder? Ja, das war, ja gut, ich habe mich mit dem Klima befasst, aber zunächst muss ich ja erst immer das Wetter erfassen. Genau. Und da muss ich einfach sehen, das Klima ist ein Abfallprodukt meteorologischer Daten, die ich mühselig sammeln muss. Mhm. Ja? Die Klimatologie kam ja erst auf mit Alexander von Humboldt, so um 1810, 1815, als die ersten meteorologischen Messinstrumente erfunden worden waren. Man musste erstmal die Temperatur messen. Millionen von Jahren kam der Mensch ohne Temperatur aus, der kam auch ohne Luftdruck aus, der wusste nicht, was für Feuchtigkeit ist und so weiter und so fort. Für den war Wetter Wetter. Ja? Und dann fing man erst an, die ganzen Wetterelemente zu messen. Und heute verfällt man wieder zu diesem Simplicissimus-Gedanken. Man reduziert das Wetter, die Komplexität des Wetters wird reduziert auf ein einziges Wetterelement, die Temperatur. Die Temperatur beschreibt nicht das Wetter und die Temperatur beschreibt auch erst recht kein Klima. Ja, ich muss, wenn, dann muss ich immer alles in der Gesamtschau sehen und darf nicht irgendein Element herausgreifen, was mir gerade passt und dann sagen, okay, das Klima, zum Beispiel hier, das ist eine Temperaturreihe von Hohenpeißenberg bei München, knapp 1000 Meter hoch. Da haben die Benediktiner angefangen zu messen. Richtig, das beginnt dann so 1775 und dann sind die Temperaturen. Ja, die Temperaturen schwanken natürlich ganz enorm und dann muss man, um sagen wir hier eine Tendenz feststellen zu können, muss man Glättungen machen. Da gibt es dann Tiefpassfilter, 10 Jahre und 30 Jahre Filter. 10 Jahre sind diese karierten Dinge und 30 Jahre ist diese Kurve, die sich über alles legt. Und schauen Sie mal Berlin an, das ist der Hohenpeißenberg, hier um 1875 ist da besonders kalt. Wenn man die gleiche Kurve für Berlin nimmt, der ist um 1875 warm. Also in der Temperaturverlauf in Süddeutschland, in Norddeutschland, ist nicht deckungsgleich. Gegensätzlich kann man sagen. Ja, nicht direkt gegensätzlich, aber zumindest nicht, nicht deckungsgleich. Ja, über den Zeitpunkt von über 200 Jahren. Ja, es gibt dann die Ausschläge, wenn man das genau übereinanderlegen würde, wird man feststellen, wie groß die Unterschiede sind. Aber diese Kurve, wenn ich die habe und jetzt die Aufgabe als Lehrer der Abiturklasse übergeben würde, beschreibt für diese 200 Jahre den Wetterablauf, da würden die Lumpen da stehen und könnten gar nichts sagen. Denn das ist ja nur eine Jahresmitteltemperatur. Ich sehe ein Schwanken der Jahresmitteltemperatur. Wie die zustande kommen, weiß ich nicht.
Diese Grafik sagt mir das nicht. Ich glaube, zum Wetter. Ja, das kann durch den heißen Sommer kommen, durch den eiskalten Winter, das kann auch Frühjahr und Herbst sein und so weiter und so fort. Die Temperatur, die Mitteltemperatur sagt nicht, wie sie zusammengesetzt worden ist. Das tut noch nicht mal die Tagesmitteltemperatur. Es wurde ja schon 1780 wurde die Tagestemperatur definiert. Das heißt, man beobachtet morgens um 7 Uhr, mittags um 14 Uhr, abends um 21 Uhr. Diese drei Temperaturen liest man ab. Das sind die sogenannten Mannheimer Stunden. Fürst Kurfürst Friedrich von der Pfalz hat die eingeführt. Und dann sagt man, okay, die Tagesmitteltemperatur ist durch die drei noch nicht erfasst. Man hat dann Parallelmessungen gemacht, jede Stunde, und hat dann gesagt, okay, man kommt dem 24-stündigen Mittelwert näher, wenn man 7 plus 14 plus 2 mal 21 das durch 4 teilt. So sollte es eigentlich international sein. Aber die anderen Staaten haben sich auch nicht daran gehalten. Die Franzosen rechnen die Tagesmitteltemperatur Minimum plus Maximum durch 2. Jedes das ist eigenen Standard. Das ist die simpelste Methode. Ja. Die Schweizer haben 7 plus 13 plus 19 Uhr, also mittags früher, also vor dem Maximum, und eben abends 2 Stunden vor 21 Uhr. Und wenn man weiß, wie stark abends die Temperatur abfällt, wenn ich einen klaren Strahlungstag habe, dann weiß ich, wie die Mitteltemperatur verschieden ist. Also das heißt, ein und dieselbe Temperatur kann durch drei verschiedene Methoden ausgewählt werden. Es gibt drei verschiedene sogenannte Klimawerte. Ja, und darauf baut sich dann das ganze Klima auf. Und das, wie gesagt, es reduziert sich nur auf die Temperatur. Die Temperatur ist, sagen wir, eines von vielen meteorologischen Elementen. Für die Natur ist die Temperatur insofern interessant. Das weiß jeder Hahn und jeder Hund. Die haben Instinkte eingebaut. Die wissen, wann sie die Federn abwerfen oder im Herbst wieder die Flaumfeder unterziehen oder das Winterfell anlegen und so weiter. Und im Frühjahr wird es wieder abgeworfen. Ja, das hat die Natur den Tieren mit eingegeben und die haben entsprechende Instinkte. Ja, die richten sich danach. Die Pflanzen ja auch. Die Pflanzen werfen im Herbst das Laub ab, bevor Frost einsetzt und alles erfrieren würde. Ja, dann würde auch das Chlorophyll in den Blättern mit erfrieren. So kann das Chlorophyll mit der Laubverfärbung aus den Blättern rausgenommen werden, im Stamm deponiert werden, um dann im Frühjahr, wenn eine gewisse Temperaturschwelle überschritten ist, fangen die Pflanzen wieder an, grün zu werden. Und so weiter. Das ist der Natur vorgegeben. Auch der Mensch hat diesen natürlichen Rhythmus mit erfasst. Der hat ja das gesehen, wann die Ernte ausgebracht werden muss und so weiter und so. Und deswegen ist die älteste Wissenschaft überhaupt die Astronomie. Man hat beobachtet die Gestirne, das Verhalten der Gestirne, den Sonnenaufgang. Wenn man mal guckt, um 3000 vor Christi Geburt sind die Steine in Stonehenge hingestellt worden. Das waren Observatorien, da wusste man genau, wann ist der Sonnenuntergang, auch die Goldscheibe von Nebra. Ja, ja. Ja, das war abgelesen, wann das Frühjahr mehr oder weniger, wann der Bauer die Feldbestellung zu beginnen hat. Und dann kann er nur noch auf den lieben Gott hoffen, dass das Wetter in der Witterungsperiode, also in der Wachstumsperiode, so ist, dass die Ernte hinterher optimal wird. Und es gibt ja wohl kaum ein Thema, das mehr besprochen wird im Tag aus, Tag ein, als das Wetter. Das Wetter, ja. Das ist der häufigste Gesprächsstoff. Ja. Der ist politisch neutral, da kann sich jeder abreagieren, da können die Nachbarn, die sonst verhasst sind, die schimpfen gemeinsam über das Wetter und verbessern damit das gegenseitige Klima, über den Gartenzaun hinweg und so weiter und so fort. Und das Wetter ist omnipräsent. Ja, das geht weiter, wenn ich nachts im Bett liege und schlafe. Und wenn ich morgens aufwache und habe abends vor der Kamera gestanden, dann ist das Erste, hoffentlich stimmt die Vorhersage, die du gestern Abend gemacht hast. Das treibt einen um. Und ich muss sagen, dass ich habe also eine super Vorhersage gemacht. Also das ist, das war am 30. Dezember 1978. Mhm. Am 29. Dezember ist mein zweiter Sohn geboren worden. Meine Frau lag mit ihm in Mainz im Krankenhaus und ich habe gesagt, also ich werde dann am 31. wohl wahrscheinlich nicht besuchen können, denn es wird eine
einen riesigen, gigantischen Wetterumschwung geben. Und so war es dann auch. Am 31. Silvestertag war es morgens noch regnerisch, Temperaturen knapp 15 Grad, es hat gegossen auf Strömen. Mittags um 12 hörte der Regen abrupt auf und ging Schnee über. Und nachmittags um 5 Uhr hatten wir schon minus 20 Grad und so eine Schneedecke. Und das habe ich am Abend vorher, denn die Kaltfront lag, die war, hatte in Schleswig-Holstein eingedeckt, die Bundesbahn hat immer getönt, alle reden über das Wetter, wir nicht. Und als dann die Schneisen, wo die Züge fahren, zugeweht waren, die Züge eingeschneit sind und so weiter, und nichts mehr lief, die Bundeswehr abrücken musste und so weiter in Norddeutschland, da verschwand dieser Spruch mit dem Wetter von der Bahn. Ich kann mich nur gut an die Plakate erinnern. Ne? Und wie gesagt, ich saß abends da. Wir hatten mittags noch zusammengesessen, so etwa ein Dutzend Kollegen beim Deutschen Wetterdienst haben gerade beratschlagt, was machen wir. Und da war die Mehrheitsmeinung und damit auch dann die einheilige Meinung des Wetterdienstes, die Front bleibt bei Hannover liegen, wo sie schon ein paar Tage lag. Mhm. Ich komme dann abends ins Fernsehen, habe dann diese mehrheitliche Entscheidung, demokratisch natürlich, aber es ist am Wetter demokratisch, im Gedächtnis, habe aber dann abends, das war eine Angewohnheit, immer noch, als ich schon in Wiesbaden war, im Fernsehstudio, habe ich dann immer noch mal die neuesten Wetterbildungen mir angeguckt und dann fiel mir auf, Mensch, verdammt nochmal, der Luftdruck fing so komisch südlich von Hannover an zu fallen. Und da habe ich gedacht, das kann doch nur ein Zeichen sein, dass die Front sich in Bewegung setzt. Ich habe gesagt, Fernsehen abends am nächsten Mittag liegt die Front auf der Linie Bingen-Mainz-Würzburg. Ich hatte auch vorher mit dem Landrat von Mainz-Bingen gesprochen und gesagt, dein Kreis erwähne ich auch mal im Fernsehen. Er war natürlich hell begeistert, dass ich den erwähnt habe. Und genau, exakt mittags um 12 Uhr lag die Front auf dieser Linie. Bingen, Mainz, Würzburg. Und da war der entsprechende Wetterabschwung. Also das sind natürlich dann Highlights, die kann man natürlich dann noch in 100 Jahren erzählen. So, jetzt waren Sie an diesem Klimainstitut oder? Nein, das war Umweltschutz. Umweltschutz. Landesamt für Umweltschutz. Und das erste war, dass ich einen Messwagen angeschafft habe, also einen VW-Bus, der hatte zwei Ausleger, da wurde die Temperatur 70 cm Höhe gemessen, 2 Meter Höhe. Dann haben wir uns meteorologische Geräte angeschafft, die wir überall hingestellt haben. Wir haben dann immer temporär Messungen gemacht. Das sind Sie damit rumgefahren dann mit dem Auto? Und ja, man muss ja die Topografie erfassen. Haben an verschiedenen Standorten? An verschiedenen Standorten. Diese Klimageländeuntersuchungen sind natürlich eigentlich immer erst Schönwetteruntersuchungen. Nur bei schönem Wetter kann sich die Topografie oder die Orographie widerspiegeln in meteorologischen Daten. Habe ich Regenwetter mit Westwind, dann spielt die Topografie so gut wie keine Rolle mehr. Ja, dann habe ich überall denselben Mischmasch. Aber bei Schönwetter, beim Strahlungswetter, dann kommt die Topografie heraus, da kommen auch die physikalischen Daten des Untergrundes. Habe ich einen bewaldeten Untergrund, habe ich eine Wiese, habe ich ein Rübenfeld oder ein Getreidefeld oder habe ich eine Beton- oder Asphaltfläche und so weiter und so fort. Gibt es also Mikroklimata? Und da kann ich natürlich dann jetzt, und da muss ich gucken, und dann muss man dann nachts irgendwo oder am Abend vorher die meteorologischen Messgeräte in dem Gelände verteilen, hat man vorher ausgesucht. Dann noch im Schutze der Dunkelheit muss man morgens losfahren, damit man die erste Messreihe oder Feldmessung gemacht hat, ohne Einfluss der Sonne. Ja, und dann natürlich wenige Stunden nach Sonnenaufgang wird dann diese Messung ab. Und dann muss man das Gleiche für die Maximumtemperatur. Und dann muss man die Messungen zwischen 13 und 16 Uhr machen. Man kann also nur immer ein ganz bestimmtes Gebiet. Und dann muss man dann die Statistik bemühen. Sagen, ich habe jetzt die und die Messung gemacht. Wie kann ich diese Messung integrieren in eine Statistik? Da muss ich hochrechnen, wie häufig solche Wetterlagen im Jahr stattfinden.
diese topografischen Einflüsse. Und das war Ihre Aufgabe? Das war die Aufgabe. Und ja, da wurde dann konkret gefragt, kann in diesem Raum oder Heilkreislautern, wir haben eine Universität gebaut und ein neues Krankenhaus, wo können wir das hinstellen? Mhm. Ja? Und dann kann man natürlich sagen, okay, im Krankenhaus stellt man nicht in eine Kaltluftsenke. Ja, man weiß ja auch, dass Luft sich wie Wasser verhält. Ja, wenn über einem Gelände die Luft abkühlt, fließt natürlich die kalte Luft die Hänge runter. Und wo eine Senke ist, da sammelt sich die kalte Luft. Da stellt man natürlich kein Krankenhaus hin. Da sucht man meistens so Hangzonen aus, wo die Temperatur angenehmer ist, die Extreme nicht so. Nimmt natürlich nicht auch die Spitzen, wo ich dann die starken Winde habe. Das ist auch für kranke Leute nicht optimal. Also man sucht einen geschützten Standort. Richtig. Ja, jetzt waren Sie an diesem Landesamt für Umweltschutz, waren ein Umweltschützer quasi, ja. Beamtet. Beamtet natürlich, gut, ich war ja beim Deutschen Wetterdienst schon Beamter und in Rheinland-Pfalz, wie gesagt, wurde ich nur vom Bundesbeamten zum Landesbeamten umgepolt und ansonsten lief alles weiter. Mhm. Und ich habe dann noch einen zweiten Kollegen als Mitarbeiter reingeholt, einen Techniker dazugeholt. Und irgendwann lief das. Ja, und dann habe ich angefangen zu überlegen, du hast doch in Berlin studiert, warum bist du nicht in Berlin geblieben? Aha, das hat mit der Universität zu tun gehabt, mit den Studentenkrawallen und dergleichen mehr. Und dann habe ich dann einen Professor kennengelernt, der sich damals auch für den Umweltschutz und dergleichen interessierte. Und er hat ganz vernünftige Ideen geäußert hier aus Würzburg. Mit dem habe ich dann Kontakt aufgenommen und da hat sich dann ein persönliches, ja, kann man fast sagen, ein Vertrauensverhältnis gebaut. Ich habe da auch einen, der hat mich dann nach Würzburg eingeladen zum Vortrag in sein Institut für Meteorologie. Und da habe ich über Politik und Wetter referiert. Und das Wetter hat ja insofern auf das Wahlverhalten der Leute keinen Einfluss, aber auf möglicherweise die Bequemlichkeit, gehe ich bei dem Wetter an die Wahlurne. Mhm. Oder bleibe ich lieber zu Hause oder fahre ich lieber irgendwo an den Baggersee und bade da und dergleichen mehr und das Politik Politik sein. Mhm. So kommt man natürlich auch dann in diese Verbindungen hinein. Ja, da irgendwann mal die Idee geäußert. Ich die Idee, da weiß ich nicht mehr so hundertprozentig, das wäre doch vielleicht ein Studienfach, Soziologie, politische Wissenschaften, drittes Fach bot sich für mich dann natürlich auch an, Geografie, das ist auch nicht so schwer, das hatte ich alles schon mal studiert und dann kann man natürlich für ein Promotionsstudium, da muss man nicht so hart rein. Ich hatte ja noch meinen Beruf, ich hatte das ZDF und dann mein Nebenstudium von Oppenheim nach Würzburg, ist ja auch nicht eine Klacksentfernung. Das muss man alles koordinieren und dergleichen mehr. Und das hat aber also wunderbar geklappt. Insbesondere meine Familie hat perfekt mitgespielt. Die Kinder waren zu klein, ich hatte drei Kinder. Anfang der 80er Jahre, 77, 78 und 81, kamen meine drei Kinder zur Welt. Und da habe ich dann angefangen hier in Würzburg. Ich habe nur gesagt, ihr redet über nichts. Ich studiere hier, ob ich das durchhalte, ich weiß es nicht. Ja, das ist ja immer ein Risiko. Ja. Und ich habe es dann durchgehalten, habe dann hier promoviert, genau am 4. März 1986. Das war also mein 43. Geburtsjahr. 1986 habe ich dann studiert. Ich hatte dann eine gewisse Langeweile da in Oppenheim gehabt und hatte auch einen Freund kennengelernt, auch in Ostpreußen, der war für die Konrad-Adenauer-Stiftung in Venezuela, hat von seiner Zeit da erzählt. Und da habe ich gedacht, das wäre doch auch mal was über die Adenauer-Stiftung. Ins Ausland zu gehen. Und ja, ich bin nach St. Augustin gefahren, habe mich da vorgestellt, ach, und Sie sind ein netter Mensch, Herr Bühne. Sie sind auch bekannt, das ist ja auch nicht schädlich und so weiter und so fort. Aber ein Wetterfrosch als Mitarbeiter einer politischen Stiftung, das haben wir noch nicht gehabt, das machen wir auch nicht. Und da war ich geistesgegenwärtig, habe gesagt, ja, aber ich studiere ja noch nebenher. Das und das und das. Ja, dann sind Sie für uns interessant. Ja, wann sind Sie denn fertig? Das war im August 85. Ich hatte viel gelesen, viele Exzerpte gemacht, also solche Parken von Notizen. Und da habe ich eigentlich frech weg gesagt, im März nächsten Jahres. Und jetzt habe ich dieses Versprechen in die Welt gesetzt.
Und das mussten die auch halten. Denn die Stiftung kam ja bald, zunächst haben sie gesagt, ja, also wir haben nichts, im Moment noch nichts Adäquates für sie. Familie mit drei kleinen Kindern, also Ägypten und Indien, das kommt alles nicht in Frage. Habe ich gesagt, da habe ich auch nicht dran gedacht, also wenn dann irgendwo Südamerika, Mittel-Südamerika. Und naja, so haben wir uns dann verabschiedet und wir haben gesagt, okay, wir melden uns. Und auf einmal, es dauert nicht lange, 2 Monate, melden sie sich. Sagten ja, wir hätten für sie Brasilien in Aussicht. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe nichts dagegen, frage die Familie, die hat natürlich auch nichts dagegen, aber die Kinder wussten nicht, was los ist. Da habe ich nur gesagt, wunderschönes Land und Wärme und Meer und Strand und alles, was man sich vorstellen kann, um Kindern das schmackhaft zu machen. Ja, und dann habe ich mich aber hingesetzt und habe geschuftet. In ja, Mitte Dezember war ich dann mit der Dissertation fertig. Ich hatte einen Bekannten, der hatte eine große Firma in Altenkirchen gehabt. Der hat mir seine Sekretärin zur Verfügung gestellt. Gab es ja auch kein PC, um das selbst zu schreiben und auf der Schreibmaschine. Oh Gott, nein, ich habe alles per Hand geschrieben und habe ihr gegeben, dann habe ich eine Korrektur gelesen. Also insofern hatte ich da Freizeit. Immer wenn ich den Packen hatte, habe ich den da hingegeben. Und konnte also zügig an der Dissertation arbeiten. Die habe ich dann Weihnachten gedruckt gehabt, die 5 Exemplare, die eingereicht werden mussten. Die gingen dann an die Gutachter und an die Universität. Was war das Thema? Das Thema ging über die Heimat. Mhm. Die Heimat als soziologische und politische Kategorie. Ja, da ich nur noch Heimatvertriebener war, habe ich mich ja auch mit dem Thema Heimat schon häufig genug befasst gehabt. Aber die Anforderung einer modernen Industriegesellschaft erfordert ja nicht Vertreibung von Menschen, sondern aber ein Willen zur Mobilität. Mhm. Ja, man muss da der Arbeit hinterherfahren, man muss also den Heimatbegriff irgendwie etwas anders definieren, etwas weiter fassen, dass man zumindest Deutschland als gemeinsame Heimat sieht und nicht sagt, meine Heimat ist Franken und ich will nicht ins Saarland oder meine Heimat ist das Rheinland und ich will nicht nach Bayern und dergleichen mehr, also ja. Ist ja kein Problem. Jedenfalls, das war das Thema und ja, den Professoren, meinem Gutachten habe ich nur gesagt, also sie möchten vielleicht noch etwas zügiger an diese Arbeit herangehen, ich hätte das und das und die beruflichen Pläne, habe natürlich gesagt, im März müsste das Ganze schon laufen. Und das ist alles erfüllt worden. Ich hatte dann am 4. März, wie gesagt, das rigorose hier in Würzburg, wurde dann in diesen 3 Fächer geprüft, habe alles bestanden und bin dann danach seelenruhig nach Oppenheim gefahren und am nächsten Tag zu meinem Dienstheim gegangen. Erste Information, ich habe gestern promoviert. Zweite Information, ich möchte bitte ab sofort, also ab Mitte März, 15. März, Urlaub werden. Wofür? Ja, Arbeit für eine politische Stiftung. Dem Urlaubsgesuch musste stattgegeben werden. Das war also präferiert. Ja, und dann bin ich am 15. März dann, da habe ich den Dienst mehr oder weniger quittiert, mit Rückkehrgarantie natürlich, und bin dann zwischen Augustin und Oppenheim gependelt und dann Vorbereitungszeit für Brasilien gemacht. 1 Monat August 86 habe ich noch Sprachkurs in Lissabon gehabt. Portugiesisch gelernt, ja. Und im Oktober, wie gesagt, ist dann die ganze Familie rüber nach Rio geflogen. Und da haben wir dann über 3 Jahre dort residiert, wohlbehütet, abgeschlossen, Wohngebieten und so weiter und so fort. Rio war ja damals und ist heute immer noch kein sicheres Pflaster und gewisse Stadtteile oder Favelas begibt man sich sowieso nicht, wenn man nicht lebensmüde ist und so weiter. Aber es waren sehr schöne Jahre. Ich habe da mich frei entfalten können, was soll man hier normalen Dienstbetrieb nicht der Fall ist. Waren Sie da auch meteorologisch tätig? Nein, aber im Umweltschutzbereich. Ich habe also in Brasilien an verschiedenen Stellen, in Rio, in Recife, in Manaus, in Guayaba, also im Pantanal, in den kritischen Gebieten, habe ich dann Symposien veranstaltet, die haben das finanziert, ich habe die Idee gehabt. Und habe aber dann nicht gesagt, also ich weiß jetzt alles besser, ihr Brasilianer müsst jetzt nach meiner Pfeife tanzen, und habe gesagt, nö, du finanzierst das, du hast die Ideen, du hast die Themen vorgegeben und jetzt suchst du Brasilianer, die das
das aufarbeiten und dann Lösungsvorschläge präsentieren und entwickeln. Und so braucht man nicht mit dem Zeigefinger zu arbeiten, wird auch ganz anders akzeptiert. Ja. Wenn ich als Lehrmeister und als Besserwisser auftritt und sagt so, ich bin und so weiter. Also Sie waren nicht Brasilia Watch, so wie German Watch heutzutage? Nein, im Gegenteil. Ich habe zwar beobachtet, sehr sorgfältig beobachtet, habe aber sehr wohl gemerkt, dass da auch mentale Unterschiede sind zwischen einem Deutschen und einem Brasilianer. Und der Deutsche macht mehr kaputt, als er anrichtet, wenn er als Besserwisser auftritt. Ja. Ja, und das soll man einfach grundsätzlich vermeiden. Naja, und auch hier auf die Brasilienzeit hat er ein gewisses Ende. Ich bin also gerade noch rechtzeitig zurückgekommen. Denn wir hatten auch Abgeordnete, ich habe ja viel mit Bundestagsabgeordneten, mit Ministern Kontakt gehabt, die ich dann in Brasilien betreuen musste oder in Brasilien begleiten, wenn die da ihre Stationen abgefahren sind. Ministerpräsident Teufel war einer der letzten, die ich da noch, Verteidigungsminister Rühe und Bundestagspräsident Lambert, die sind alle bei mir im Büro gewesen und haben damals sich von mir, wie das so schön heißt, briefen lassen. Über die politischen Verhältnisse und so weiter und so fort. Und ja, und dann haben sie mir aber gesagt, schön wie das hier ist, bleiben Sie so lange, 3 Jahre, 3,5 Jahre und dann gehen Sie aber zurück, sonst werden Sie irgendwo abgekoppelt, aus gewissen Seilschaften herausgenommen und dann führen Sie dann irgendwo ein Aschenputtel-Dasein. Ja, und das wollte ich natürlich nicht und bin dann zurückgekommen, kam dann noch ins Umweltministerium mit weltweiter Erfahrung und in Mainz. In Mainz, ja. In Mainz, Umweltministerium für Rheinland-Pfalz. Und dort bin ich dann. Da haben wir uns ja kennengelernt, wie Sie noch Ministerialrat dann noch waren. Ja, das war zum Schluss, ja. Und im Januar kam ich nach Rheinland-Pfalz. Im Juli wurde ich ins Umweltministerium. Erste Halbjahr war ich noch im Landesamt für Umweltschutz geparkt. So sind Sie ja auch ein richtiger Umweltaktivist sozusagen, im Dienst. Im Dienst, ja. Wir können ja noch über das Wort Umwelt gesondert mal sprechen. Also ich habe immer von Naturschutz geredet. Ja. Jedenfalls, ich habe dann ein Referat bekommen, naturwissenschaftlich-technische Grundsatzfragen der Umweltpolitik. Es war ein selbstständiges Referat, wo ich eigenständig operieren und arbeiten konnte. Und das Haus war ja voller Juristen. Dann ist ein Naturwissenschaftler dann immer so ein bisschen der Einäugige unter den vielen, die naturwissenschaftlich nicht so bedarft sind. Ja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dort gelandet und wie gesagt auch dann im Umweltministerium letztendlich pensioniert worden, 2008, im März, also nach dem 65. Geburtstag. Ja, und das Schönste war ja, ich wurde dann mit dem Klimathema konfrontiert. Vorher habe ich über Klima gar keine Gedanken gemacht. Klimapolitik? Ja, und Klimapolitik, ja. Da muss ich erst mal fragen, Klima. Klima ist ja ein ungeschützter Begriff, heißt Neigung. Ansonsten ist Klima kein eigenständiges Studium. Jeder kann sich Klimaexperte nennen, das habe ich damals erst mal gemerkt. Ohne fachliche Vorbilder, ohne alles, ja, ob ich bei Greenpeace arbeite oder wo auch immer, das sind alles Experten. Und dann fiel mir ein, ich bin im Rheinland aufgewachsen. Und was haben die Eltern immer gesagt? Du bist mir ein Experte, wenn du irgendwas gemacht hast, das hat mich hingehauen. Also im Rheinland hatte der Begriff Experte den Nachgeschmack, also lern erstmal was. Einen negativen Touch. Ja. Negativen Touch. Ja, sicher, lern erstmal was. Ja. Jetzt bist du noch ein Experte. Ja. Du glaubst, du könntest etwas. Ja, ja. Aber das, was du da zusammenbastelt, hat nicht Hand und Fuß, fällt in sich zusammen. Also du bist mir ein Experte. Mhm. Und ich habe jetzt übrigens mal bei Klassentreffen auch wieder meine Ehemann getroffen, habe denen das gesagt mit den Experten. Ja, genau so war es. Ja, also ich als kleiner Flüchtlingsbub habe das so aufgefasst. Die Einheimischen haben mir das auch entsprechend bestätigt. Naja, ich wurde dann auch von Rheinland-Pfalz aus im Klimabeirat der Bundesregierung geschickt. Also ich war Ländervertreter, der Einzige, der die fachliche Kompetenz hatte. Die anderen waren Experten. Die anderen waren die Klimaexperten. Ja. Und da habe ich die Klimaexperten kennengelernt.
und habe also festgestellt, dass das ganze Klimageschäft doch erstmal eine Geldbeschaffungsmaßnahme ist. Die sammeln schon Geschäft dazu. Ja, das ist Geschäft. Also Business. Ich habe gerne das Bild damals gebraucht, also das ist wie so ein Futtertrog. Mhm. Ja, da sammeln sich dann die Tiere, der Trog wird dann vollgefüllt mit Nahrungsmitteln oder mit Rüben oder was auch Schrot oder dergleichen mehr. Und dann werden die Tiere reingelassen und dann versucht jeder natürlich hier das meiste rauszuholen. Ne? Und den anderen auch rechts und links wegzudrängen, zu beißen und so weiter und so fort. Wie das so ist. Ja? So das Bild eines Troges. Da saßen dann unter dem Trog saßen halt Professoren, Menschen, aber die waren auch, weil der Trog voller Geld war und jeder wollte möglichst viel Forschungsmittel für sich. Da gab es dann Machtkämpfe zwischen den statistischen Statistikern und den Numerikern, die natürlich sagten, ja, wir brauchen ja viel mehr, wir haben ja große Computer und so weiter und so weiter. Die Daten füttern und Daten auswerten, also reine Statistiken zu bilden, das ist ja Kinkerlitz, das ist ja unter unserer Würde und so weiter und so fort. Und naja, wie dem auch sei, so bin ich da reingekommen. Und das Schlimmste war. Das heißt, da haben Sie eigentlich schon als Insider in diese heranwachsende Klimawissenschaft richtig hineinriechen und hineinschauen können. Ja, das war ja die Orkaid-Kommission, ist ja 1986, kam ja von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft die große Warnung vor der drohenden Klimakatastrophe. Der Kölner Dom. Das kam ja dann später. 86. Der kam im Januar die Warnung, dann war im April Tschernobyl, da war noch Ruhe in den Medien. Und im August 86 kam der Spiegel mit einer gigantischen Titelstory, wo der Kölner Dom mehr oder weniger in den blauen Nordseefluten versinkt. Ja. Ja. Danach, die Politik hat noch nicht direkt zugegriffen, die großen Parteien waren zu schwerfällig, die wussten mit dem Thema auch nichts anzufangen, haben sich die Grünen draufgestürzt. Die haben gesagt, bis dahin steht das Wort Klima steht nicht in dem Umwelt- oder Parteiprogramm der Grünen. Die sind ja erst 1980 in Karlsruhe im Februar begründet worden. Steht kein Wort da drin. Das kam erst, wie gesagt, alles spät. Und sie sind auf den Zug aufgesprungen. Und haben gesagt, wir müssen jetzt was tun. Jetzt droht der Weltuntergang und dergleichen mehr. Und daraufhin wurde die Enquete-Kommission 1987 im Bundestag eingesetzt. Was hat es ausgelöst, diesen Klimahype aus Ihrer Sicht? Ja gut. Was war der Auslöser? Gab es einen Auslöser überhaupt? Ja, doch der Auslöser muss im Vorfeld, also nach dem, was ich hinterher rekonstruiert habe, zum Begriff der Rekonstruktion kommen wir später noch, da ist man ja auf irgendwelche Informationen immer angewiesen. Mhm. Ja? Und ich las dann 1972 den Bericht Grenzen des Wachstums vom Club of Rome. Ja, und da steht drin, noch werden der meiste Strom über fossile Energien, also Kohle, Erdöl, Erdgas, gewonnen. Und das könnte klimatologische Probleme hervorrufen. Wann war das? Das war 1972. Und hier habe ich ein Buch von 78, ein Ulrich Waas von der KWU, Kraftwerksunion, ja. In der Atomwirtschaft tätig. Ja, das war die Tochterfirma von Siemens. Kernenergie, ein Votum für Vernunft, 78. Und was lesen wir da? Ein Verzicht auf die Kernenergienutzung würde das Verbrennen von fossilen Energieträgern in einem Umfang nötig werden, der auch die Frage nach den ökologischen Folgen aufwirft und so weiter. Ein Problem besteht in der Abgabe von CO2. Das ist das erste Mal, dass ich dieses Thema mit dem Wetter oder mit dem Klima verbunden gefunden habe. Nach dem heutigen Stand der Forschung müssen folgende vier Fragen untersucht werden. Wie viel CO2 bleibt in der Atmosphäre? Um wie viel wird dadurch die Temperatur steigen? Welche Klimaverschiebung ergibt sich aus der Temperaturveränderung? Und welche Auswirkungen auf die Landwirtschaft hat die Klimaverschiebung, diese Fragen 1974 aus der Kernenergie herausgestellt. Ja, wie gesagt, das war ja mal. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft, Entschuldigung. Die hat 86 das gemacht. Ja, aber das sind ja praktisch auch unheimlich viele in der
Energiewirtschaft, in der Atomwirtschaft tätige Physiker gewesen. Ja, ja, sicher. Das heißt, die haben sich ja dann dieser Betrachtung im Prinzip angeschlossen und haben an der Verschärfung mitgewirkt. Haben sie. Ja, nee, das war ja im Endeffekt 86 war ja so eine Art Amoklauf der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, wo die Kernphysiker offensichtlich das Sagen hatten. Denn 86 war ja schon die Anti-Atom-Bewegung in vollem Gange in der Bundesrepublik Deutschland. Und da hat man sich offensichtlich 86 wieder zurückerinnert an den Club of Rome und auf diese Frühphase, wo CO2 verdächtig worden ist. Da habe ich ja schon von Edward Teller, dem Atombomben, ja, entwickelt. Der hat ja schon CO2 auch verdächtigt in den 40er Jahren. Nee, mit 40er Jahren hat das noch nichts zu tun. Okay, aber ein Zitat von ihm. Ja, das weiß ich nicht, ob er in 40 Jahren schon sowas geschrieben hat. Er hat schon gesagt, CO2 ist schädlich. Meine Informationen gehen zurück. Also CO2 wurde zum Schadstoff mehr oder weniger noch in Anführungszeichen deklariert. Das war im Vorfeld des ersten internationalen geophysikalischen Jahres 1957, 1958. Das begann ja mit einem Eklat oder einem Paukenschlag, das war der Sputnik. Mhm. Ja, mit Beginn des internationalen geophysikalischen Jahres, wir waren ja damals noch gar nicht beteiligt, so kurz nach dem Krieg als Feindstaat und dergleichen mehr. Jedenfalls, diesem internationalen Tag gingen zwei politische Entscheidungen voraus. Erstmal 1956, ein kommunistischer Parteitag in Moskau, KPDSU. Dort wurde die Forderung nach dem ökologischen Gleichgewicht. Mhm. Ja, in Zukunft muss das ökologische Gleichgewicht einen politischen Status erringen. Alles muss auf Gleichgewicht orientiert werden. Das ist so ähnlich, wie Marx alles auf die Gleichheit der Menschen fixiert hat und darauf seine Ideologie aufgebaut hat, so wurde das jetzt auch in die Naturwissenschaften hineingetragen. Das ökologische Gleichgewicht ist die heilige Kuh und wir Menschen sind nur Störfaktoren. Eine kommunistische Idee. Eine kommunistische Idee. Alles gleich. Gleichheit sind. Ja, ja, sicher. Gleichgewicht oder Gleichheit ist ja kein Unterschied. Die Amerikaner haben natürlich diese Ideologie nicht vertreten, aber sie haben in ähnliche Richtung gearbeitet. Die haben gesagt, wir müssen 1957 begann ja die Messung des CO2-Gehalts der Luft. Bis dato gab es ja noch keine CO2-Messungen. Es gab schon welche, aber isoliert, vereinzelt, ja, nach anderen chemischen schon Verfahren. Schon im 19. Jahrhundert. Die nasschemische, aber ja, das waren Einzelmessungen. Genau. Das hat man ja auch in Klassenzimmern gemessen, hat man gemerkt, oh je, wir müssen alle 45 Minuten den Unterricht beenden, eine Pause machen, weil bis dann die Luft so verbraucht ist, also der Sauerstoff ist rausgeatmet, die Luft ist mit CO2 geschwängert und dann fangen die Leute an zu kollabieren und bringen auch keine Leistung mehr. Da muss man die Fenster aufreißen, geht mal raus auf den Schulhof und danach machen wir hier weiter. Nein, die alten CO2-Messungen gibt es und die Moderne, die wurden jetzt 1957 entwickelt, da begann die Messung auf dem Berg Mauna Loa. Mhm. Der Betrug besteht darin, dass der Welt gesagt hat, Mauna Loa, das Hawaii, Südseeinsel, weit weg von jeder Industrie. Wir haben hier eine perfekte Reinluftstation. Ja, die ist repräsentativ für die ganze Erde. Nur bedauerlicherweise steht die CO2-Messstation an einem Vulkankegel, der noch aktiv ist. Und da gibt es überall Ritzen und Spalten, wo was entweicht beim Vulkan durch die Ritzen und Spalten? Verbrennungsprodukte. Verbrennungsprodukte. 80% ist Wasserdampf, 16% ist Kohlendioxid und nur 4% sind Staubpartikel, Aerosol, was man dann oben so, was dann noch rausgeworfen wird. Ein gigantischer CO2-Emittent. Ein gigantischer, ja, CO2-Emittent. Und wie viel CO2 ist denn überhaupt in der Luft? In Hamburg, meine Architektenkollegen haben mal gesagt, ich habe die gefragt, was denkt ihr? 80%. Gestern habe ich einen Kollegen dran gehabt, einen Bautechniker, habe ich gefragt, was meinst du denn, wie viel CO2 ist in der Luft?
Sagt er, ich kann nicht alles wissen. Sage ich, ja, das wäre aber trotzdem besser, wenn man das wenigstens wüsste. Sagt er, naja, ich schätze mal 20%. Wie viel, das wäre jetzt der Wert des CO2-Anteils in den Ausstoß von einem Vulkan. Also dieses Unwissen ist natürlich nicht nur im Baufach gegeben. Viel schlimmer und trauriger ist es im Agrarfach. Ich habe mal einen Landwirt kennengelernt, Witzenhausen in Oberhessen. Da gibt es eine landwirtschaftliche Schule, Ausbildungsstätte. Und der hat auch mal dort gefragt, die Studenten und dann auch die Professoren. Die Studenten lagen so bei 60-80% CO2-Gehalt der Luft. Und die Professoren, die wollten natürlich klüger sein, haben gesagt, nee, das sind die Studenten ein bisschen zu hoch. Das sind so 20-30% CO2. Das im akademischen Niveau. Ja, oder die Politiker, wenn wir fragen. In Wahrheit ist der CO2-Gehalt 0,04% und hat sich angeblich von 0,03 auf 0,04, also um 0,01% erhöht. Als Meteorologe in Berlin habe ich noch nie irgendetwas, oder nicht nur ich, sondern alle Studenten, die zu der Zeit ausgebildet worden sind, wir haben nie irgendwas von CO2 gehört und schon gar nicht CO2 in Korrelation oder in Verbindung mit der Temperatur. CO2 ist ein Grundnahrungsmittel. Ohne CO2 würde keine grüne Pflanze auf der Erde wachsen. Also es ist keine Nahrung für Tier und Mensch. Ja. Es ist kein Umweltgift, auch kein Klimakiller, kein Schadstoff, nichts. Es ist ein Grundnahrungsmittel für alle Pflanzen. Das ist zum einen das CO2. CO2, weil es von den Pflanzen aufgenommen wird, hat es einen Tagesgang. Die Pflanzen wachsen ja nur am Tage, wenn die Sonne scheint. HNO, das Sonnenlicht, gehört automatisch. Also CO2 plus H2O plus HNO, dann gibt es den Katalysator, das ist der grüne Farbstoff, das Chlorophyll. Und dann produziert die Pflanze Traubenzucker, also Nahrung, und gleichzeitig wird bei diesem Prozess O2 freigesetzt. Und das O2, der Sauerstoff, dient wiederum dazu, den brauche ich, um die Nahrung in meinem Körper zu verbrennen. Und was ich ausatme, wenn ich die Luft einatme und messe den CO2-Gehalt, dann sind es 0,04%, bei der ausgeatmeten Luft sind es 4% und beim Sauerstoff ist es genau umgekehrt, 21% und in der ausgeatmeten Luft sind nur noch 17% Sauerstoff. Also ich bin ein CO2-Emittent. Ja, und jeder Mensch auch. Alles wenn man jetzt die Dekarbonisierung anstrebt, ja, dann muss ich alle Lebewesen erstmal auslöschen, dann können sie ihn haben, oder? Nein, ja, ohne C würde auch nichts brennen auf dieser Erde. Ja. Und in jedem Menschen, in jedem Tier vollziehen sich Verbrennungsvorgänge. Natürlich nicht in der Temperatur eines Hochofens, aber auch bei 37 Grad im Körper kann ich eine Verbrennung auslösen, zumindest die Verbrennung, die notwendig ist, um die Sonnenenergie, die in der Pflanze gespeichert ist, herauszunehmen und als Lebensenergie zu nutzen und die Sonnenenergie gleichzeitig zu nutzen, um meine Körpertemperatur zu stabilisieren. Denn ich gebe ja, oder jeder Mensch gibt wie jeder andere Körper auch, unentwegt Energie ab durch Strahlung. Und diese abgegebene Energie führt zu einer Temperaturerniedrigung. Aber meine Körpertemperatur und die eines Wolfes oder eines Eisbären muss ja konstant gehalten werden. Und dafür dient die Nahrung. Die Nahrungslieferanten sind die Pflanzen. Ja, das sind die Primärproduzenten. Und danach kommen erst die Konsumenten. Ob Tier oder Mensch, wir sind Konsumenten. Ersten, zweiten, dritten Grad, das spielt ja gar keine Rolle. Und nach uns kommen die Destruenten. Ja, die Würmer und die bauen das dann die alles, bauen alles wieder ab. Ja, machen uns zu Staub, Feierabend. Wir haben dann einen Tagesgang in der CO2-Entwicklung, also im CO2-Anteil an der Luft. Und zwar sieht er folgendermaßen aus. Morgens, wenn die Sonne aufgeht, springt die Pflanze als chemische Fabrik an, fängt an zu arbeiten. Ja. Und dann habe ich immer den höchsten CO2-Gehalt in der Luft. Und dann fängt die Pflanze an zu assimilieren, entzieht der Luft CO2, baut dieses CO2 in Biomasse um, in Grünzeug. Am Nachmittag, so am Abend, kurz vor Sonnenuntergang, habe ich dann das Minimum in der Luft an CO2. Und wenn es nachts dunkel ist und die Pflanze nicht mehr assimiliert, kann wieder CO2 sich in der untersten Bodenschicht anhäufen durch Verfäulnis und Verwesungsprozesse.
Deswegen CO2 ist ja auch wesentlich schwerer. Das wollte ich gerade sagen. Ja. CO2 ist anderthalb Mal so schwer wie die Luft. Ja. Bleibt in Bodennähe. Mollgewicht 44, Luft 29. Richtig, ja. Richtig. Und bleibt in Bodennähe. Mhm. Jedes Molekül, das in der Luft ist, müsste ja die Schwerkraft überwinden. Und die Erde hat ja nur deswegen eine Atmosphäre, weil sie genügend Masse hat und eine genügende Schwerkraft hat, die in der Lage ist, eine Atmosphäre an sich zu binden. Die Gaspartikel, ja. Der Mond zum Beispiel hat keine Atmosphäre, weil er zu klein ist. Mhm. Ja, durch die Rotation des Mondes würde, wie gesagt, die ganze Luft ins Weltall geschleudert werden. Das heißt, wenn wir auf der Mondoberfläche eine Gasflasche öffnen würden, würde dieses Gas nicht irgendwo in diesen Mondkrater sich niederlegen? Nein, das würde weg. Sich verflüchtigen. Weg ist es. Dagegen auf der Erde, das bleibt ja, durch die Schwerkraft deswegen der Erde auch, gebunden. Ja gut, ich meine, es gibt ja dann die Atmosphäre, da redet man ja Sphäre. Sphäre heißt ja Kugel. Ja. Und die Atmosphäre ist aufgebaut wie eine Zwiebelschale. Mhm. Das sind verschiedene Sphären, die Erde umgeben. Ja. Und deswegen auch die Atmosphäre ist der gesamte, also die ganze Lufthülle. Und die Atmosphäre ist untergründet die Troposphäre. Dann gibt es ja noch kleinere Schichten, Peplosphäre, das ist die bodennahe Reifenschicht, Troposphäre, Stratosphäre, Mesosphäre, Ionosphäre und so weiter und so fort. Jetzt haben wir ja hier ein wunderbares Bild mit dieser Sphäre. Hier schreibt man rein, hier besteht ein Kohlendioxidmantel. Das ist ja nun erstaunlich, wo das CO2, Kohlendioxid, doch schwerer ist als die Luft, dass es sich hier als ein Mantel zusammenballt. Das ist eine Fantasiebehauptung. Aber so glaubt es doch jeder. Wenn ich weiß, und jeder Biologielehrer und jeder normale, mal gebildete Mensch müsste das wissen, dass alles Leben und das von dem CO2, ein bisschen CO2 der Luft abhängt. Und wenn ich weiß, wo die Pflanzen leben, die leben am Boden, da brauchen die das. Ja, und nicht in 6 Kilometer Höhe, da habe ich keine Pflanzen mehr, da habe ich Dauerfrost. Aber hier steht CO2, die Ursache des Treibhauseffektes. Und das man sagt, hier ist ein Treibhaus aufgebaut. Jetzt kommen wir allmählich in den Bereich, wo anfängt, ja, Betrug zu werden, das Ganze. Sie haben ja ein Buch darüber geschrieben. Ja, das war die ersten Jahre im Umweltministerium und die Erfahrung in der Enquete-Kommission und so weiter und so fort, haben mich irgendwann mal nicht mehr schweigen lassen. 98, ich bin ja erst 90 aus Brasilien zurückgekommen, ja. Habe mich mit dem Thema befasst, war, das gebe ich ehrlich zu, auch ein bisschen am Anfang noch leichtgläubig. Ich habe gedacht, das sind alles honorige Leute, Wissenschaftler, die kennst du, das ist ja alles mehr oder weniger mein Jahrgang. Professor Schönwieser, Professor Grassel oder wie sie alle heißen damals, Hasselmann. Gut, Hasselmann ist Physiker, der hat mit Meteorologie nichts zu tun gehabt. Aber, und viele andere mehr, die kannte ich. Ja, so ein Jahrgang. Ja, aber die stellen sich doch alle hin und sagen, Treibhaus. Jetzt müssen wir fragen, ist das noch unabhängige Wissenschaft oder ist das politisch gesteuerte Wissenschaft? Mhm. Ja, Wissenschaft und Politik, das weiß sich ja. Ja, und deswegen, die Wissenschaft wurde ja, oder die Politik wurde zu einer Wissenschaft erhoben, erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Vorher hat es politische Wissenschaften als Fach an den Universitäten nicht gegeben. Was mehr ein Geschäft. Ja, Politik ist Handel. Mhm. Ja, da ist Mauschelei und so weiter. Es gibt kein wissenschaftliches Kriterium, das sagt, die Steuer muss so und so hoch sein oder die Abgaben müssen so und so hoch sein und so weiter und so fort. Das hat mit Wissenschaft gar nichts zu tun. Da muss man erstmal sich davon ein bisschen trennen. Gehen wir mal wieder zurück. Das CO2 sollte sich da oben wandeln. Das ist jetzt wieder ein Spiel mit Metaphern und Bildern. Ja, jeder kennt das Himmelszelt. Ja, und das ist jetzt sozusagen das Himmelszelt, was die Erde umgibt. Mhm. Die Erde strahlt Energie ab. Ja, habe ich ja gesagt, jeder Körper. Das Gesetz ist ganz einfach, Stefan Boltzmann, die Strahlung ist proportional der vierten Potenz der absoluten Temperatur. Also T und die Temperatur nicht in Celsius, sondern Celsius plus 273, ja, das ist die absolute Temperatur. Und so nimmt die Strahlung mit der Temperatur zu und ab.
Und deswegen. Das heißt, je höher die Temperatur ist, umso höher ist die Strahlung. Umso extremer ist die Strahlung. Ja, jeder Schmied wusste das. Mhm. Gut, wer ist heute noch Schmied? Mhm. Aber weil man weiß, dass man Eisen auch zu Rotglut, zu Gelbglut bis zu Weißglut erhitzen kann. Mhm. Ja, und so nimmt die Strahlung zu. Jeder Körper strahlt, wir strahlen auch, aber das ist unsichtbare Wärmestrahlung, die wir abgeben. Die Tafel strahlt oder was auch immer. Ja? Die Strahlung wird erst dann sichtbar, wenn eine gewisse Wellenlänge unterschritten wird oder eine Frequenz überschritten wird. Dann wird der schwarze Körper, da kommt erstmal die Grauglut, ja, und dann die Rotglut und dann geht es weiter. Es sei denn, wir haben eine Wärmebildkamera. Dann können wir das visualisieren, die verschiedenen Stufen. Ja, die Wärmebildkamera gibt es ja aber erst seit Mitte der 60er Jahre. Ja, das war 1962, gab es die noch nicht. Das war der berühmte Fall, als die Atomraketen auf Kuba stationiert werden sollten. Mhm. Die Amerikaner haben lange Zeit das nicht festgestellt, obwohl sie jeden Tag mit ihren Flugzeugen oder U-2 oder was auch immer über Kuba gekreist sind. Die waren so gut getarnt, ja, die Raketen, dass man sie optisch nicht erfassen konnte. Mhm. Ja, mit einer Wärmebildkamera kann ich alles erfassen heutzutage. Mhm. Ja, wenn in tiefster Nacht, weiß ich, da in der Wüste liegt sogar eine Zigarettenschachtel oder Streichholzhäuschen und so weiter, Streichhölzer oder ein Panzer oder eine Militärkolonne, eine LKW-Kolonne, eine Raketenstellung, das kann man alles aufgrund der Wärmestrahlung, ja, die kann man nicht wegzaubern. Und jetzt behaupten die ja diesen Treibhauseffekt, wie wir auf diesem schönen Bild hier sehen, hier kommt ein Sonnenlicht und das stößt hier auf die Erde und wird irgendwie zurückreflektiert, kann man sagen. Ja, ja, das ist es ja. Die Behauptung ist schon in vielfacher Hinsicht, die Sonnenstrahlung wird hier nicht reflektiert. Ja. Es ist doch ganz bestimmte Bereiche, deswegen ist ja die Erde bunt. Das weiße Licht setzt sich aus den Regenbogenfarben zusammen. Jedenfalls, aber die Wärmestrahlung wird vom Boden erstmal aufgenommen. Ja, und der Boden strahlt je nach seiner Temperatur. Das ist dann diese orange Zone. Das will sich dann erwärmen, irgendwas. Die strahlt. Und jetzt hier diese Schicht, die ist natürlich eine reine Fantasieschicht. Mhm. Denn jetzt muss man ein bisschen in die Physik gehen. Mhm. Man weiß aber ganz grob, das lernt man jeder, auch wenn er Physik nicht im Leistungsfach gehabt hat, Abitur, es gibt drei verschiedene Aggregatzustände, fest, flüssig, gasförmig. Feste und flüssige Körper senden Strahlung kontinuierlich ab, so eine Art Sinuskurve, während Gase nur Strahlung selektiv auf einzelnen Wellenlängen absorbieren können. Das haben schon 1859, 60 Kirchhoff und Bunsen festgestellt und haben damit die Fraunhoferschen Linien, die dunklen Linien im Sonnenspektrum erklärt. Das weiß man. Also gibt es in der Atmosphäre offene Strahlungsfenster. Drei Stück. Eins, wo die Sonnenenergie bis zur Erdoberfläche durchdringt. Eins, dass die Wärmestrahlung, die nicht mehr notwendig ist, ja, ins Weltall entlässt. Denn ich kriege ja am nächsten Tag wieder neue Sonnenenergie. Die Erde muss sich zwischendurch abkühlen. Die können sie ja nicht sukzessive heizen. Also das ganze Bild ist in sich falsch. Ein reines Phantom. Reines Phantom. Das heißt, diese Wärmestrahlung, die geht ungebremst, geht die wieder weg. Ja, und vor allen Dingen ist es ja hier noch kriminell fast. Das ist ja mal hier dieser schmale Streifen. Der wird ja immer als Rückstrahlung immer breiter. Mhm. Ja? Kein Körper kann mit der von ihm einmal abgegebenen Strahlung wieder erwärmt werden. Mhm. Wenn hier ein Spiegel wäre, dann würde genauso viel zurückkommen, wie abgestrahlt ist. Dann würde aber die Folge sein, dass die Körpertemperatur konstant bleibt. Ich denke dann, diese Idee, die führt ja dazu, wenn ich einen Spiegel an eine 1000 Watt Lampe halte und dann müssen bald 2000 Watt haben. Dann hat die 2000 Watt. Ja, ja. Nein, absolut unsinnig. Aber so wird ja behauptet, es kommt eine Wärmestrahlung auf der Erde an oder wird da auch abgegeben. Ja. Und dann trifft die zum CO2. Jetzt wollen wir nochmal ganz kurz zurückspulen.
Also zunächst ist erstmal der Tagesgang des CO2. Maximum, Minimum, Nachtsaufbau bis zum Maximum nächsten Morgen. Die Temperatur hat morgens ein Minimum, dann geht die Sonne auf, erwärmt den Boden. Vom Boden wird die Luft erwärmt, ja, sodass ich dann immer kurz nach dem Sonnenhöchststand das Maximum habe und dann sinkt die Temperatur. Mhm. Also die Verläufe sind gegenläufig. Ja, niedrige Temperatur, ja, hohen CO2-Gehalt, mittags hohe Temperatur, niedrigen CO2-Gehalt. Im Jahresverlauf ist genauso. Und das hat man auch bei Mauna Loa gemessen. Und wenn das so ist, das sind die Sägezahnkurven in der Mauna Loa-Kurve, da spielt sich die Vegetation wieder. Ja, im März, wenn der Bauer das Röstlein anspannt, wenn die Pflanzen anfangen grün zu werden, die Knospen und die Blätter kommen, dann habe ich den höchsten CO2-Gehalt. Im September ist der niedrigste, die Temperatur, wie gesagt, hat genau umgekehrten Gang. CO2 nimmt ab, Temperatur nimmt zu, im Winter ist genau umgekehrt. Das ist jetzt so. Wie kriege ich dann die Leute dazu zu glauben, der CO2-Gehalt der Luft würde die Temperatur steuern? Das ist ja die Behauptung. Ja, das ist die Behauptung. Der CO2-Gehalt hat mit der Temperatur nichts zu tun. Ja, ich habe ein und denselben CO2-Gehalt, ich habe auf der Hemisphäre Sommer und auf der Winter und dann wenn die Sonne auf der anderen Hemisphäre steht, habe ich es genau umgekehrt und so weiter. Bei alles bei ein und denselben CO2-Gehalt der Luft. Ja. Man muss bei Korrelationen dann gucken, dass man den Tagesgang und den Jahresgang eliminiert und Jahresmittelwerte vergleicht. Mhm. Und dann kriegt man natürlich dann heraus, ich habe dann einen Jahresmittelwert von CO2, das ist eine einzige Messstation auf der Erde, und der gegenüber muss ich jetzt auch eine Temperatur haben, mit der ich ja den CO2-Wert korrelieren kann. Und dann kommt man natürlich zur Globaltemperatur. Das ist ein reiner Rechenwert, den es aber nirgendwo gibt. Es gibt nirgendwo eine Globaltemperatur, man muss es ja einfach nur mal hier sehen. Das ist die Klimaverteilung, ja, der Erde, kennt ja jeder aus dem Schulatlas. Das sind die Tropenzonen, die westlichen Westwindzonen und dann die polaren Zonen. Ja, und ich habe Dutzende, ja, von verschiedenen Klimaten auf der Erde, die natürlich dann widerspiegeln, ja, das unterschiedliche Wetter auf der Erde. Wir haben hier keine globale Temperatur. Es gibt keine. Rein zufällig könnte irgendwo mal eine Temperatur sein, die einem Mittelwert entspricht. Ja, sicher. Das ist niemand weiß, wo diese Globaltemperatur tatsächlich existiert. Und dann ist es eine Sekunde lang während des Tages ablaufen. Nee, aber jedenfalls. Und da hat man gesagt, okay, ich habe jetzt 2000, sagen wir 3000 oder 5000 verschiedene Messstationen. Ich mittel deren Temperatur. Ich habe ja am Anfang gesagt, wie das zustande kommt. Sind die denn gut verteilt, diese Messstationen, aus denen man so einen Globalwert... Die sind überhaupt, die sind so verteilt, wie die Kontinente verteilt sind. Ja? Das heißt, auf der Südhemisphäre habe ich 70% Ozean, da habe ich überhaupt keine englische Hütte, wo ich Temperatur messen könnte, 2 Meter Höhe. Mhm. Und auf der Nordhemisphäre habe ich 70% der Oberfläche, nur 30% Wasser. Das ist genau invers. Mhm. Dann weiß ich natürlich, dass Wasser und Luft oder Wasser und Erdboden sich unterschiedlich erwärmen. Wenn Wasservolumen erwärmt wird, wird natürlich direkt eine ganze Menge erwärmt. Bei der Erde wird nur die Oberfläche erwärmt. Teil der Wärme geht in den Boden hinein. Im Winter kriegt sie halt wieder raus. Ja, das kann ich auch verfolgen, wunderschön. Im Moment ist es einmal im Erdboden, 2 Meter tief oder 5 Zentimeter tief, noch erheblich wärmer als in der Luft. Also diese Globaltemperatur ist im Prinzip ein Spielwert. Konstrukt. Ein reines Konstrukt, ein reiner Spielwert. Eine Utopie, also, die ich eigentlich nirgends oder höchstens zufällig nein, mal finde. Es richtet sich auch keine Pflanze nach der Globaltemperatur. Mhm. Ja, ich kann als Eskimo mit der Globaltemperatur nichts anfangen, würde ich sagen, Mensch, bei mir fehlt ja was. Ich habe hier eine Jahresmitteltemperatur von minus 20 Grad. Die reden immer von 15 Grad. Über der Antarktis ja noch schlimmer, dass die Jahresmitteltemperatur unter minus 30 Grad. Die reden auch vom Treibhauseffekt von 33 Grad und so weiter. Das ist reine Fantasie. Moment, es soll ja da immer alles abschmelzen. Wie geht es bei so einem Mittelwert? Bei so einem Mittelwert geht es nicht, aber es wird ja gesagt, ja, also in der Mitte schmilzt es natürlich nicht, aber an den Rändern. Und dann wird gekalkt und da brechen die Eisberge ab, was sie ja schon seit eh und je tun. Ja, es
Man muss ja nur mal einen Sandhaufen aufschütten. Ja? Der wächst ja nicht senkrecht hoch, sondern der oben, der Sand dazu kommt, runter und der wird immer breiter, der Kegel. Ja? So eine Art Pyramide, so eine runde. Und an den Gletschern ist genauso. Und Masse, die oben raufkommt, die drückt, ja, und unten wird was zur Seite geschoben. Und dann bricht, wenn das an der Küste ist, wie Grönland, da brechen halt die Eisberge ab, dass man Gletscherkalben heißt das auf schön Beispiel, und dann gehen die Eisberge auf Wanderschaft, ja, ziehen nach Süden und schmelzen dann irgendwann mal. Das sind alles Naturvorgänge, wie gesagt, und so wird dann hier mit einem CO2-Wert als Globalwert und einer Globaltemperatur werden dann Korrelationen berechnet. Aber es sind doch Wissenschaftler, die das machen. Sind das alles nur Mathematiker oder? Nein, wollen die nur rechnen? Nein, Wissenschaftler sind Menschen mit allen guten und schlechten Eigenschaften, die alle anderen Menschen auch haben. Wissenschaftler sind keine Herrgötter. Die sind nicht nur ehrlich und die sind nicht nur selbstlos und die sind nicht nur objektiv. Nein, die sind hochsubjektiv und die haben auch politische Vorstellungen. Dann kann man die kaufen, die Wissenschaftler? Das weiß doch jeder, dass man kaufen kann. Also ich kann... Hat jeder seinen Preis? Ich kann Gutachten kaufen in Hülle und Fülle. Mhm. Ja? Wenn das eine Gutachten mich nicht gefällt, dann kaufe ich mir einen anderen. Der macht mir ein besseres, mir genehmeres Gutachten. Und so macht die Politik das doch genauso. Politik hat Wissenschaftler an der Hand, weil die Politik die Forschungsmittel verteilt. Und die Forschungsmittel kriegen nur die Guten und nicht die Bösen. Das heißt, die ganze Klimawissenschaft beruht auf Staatsgeldern. Das heißt, die Bürger drücken ihre Steuern ab, damit sie kräftig erschreckt werden, jeden Tag in der Zeitung, wie man am Anfang gesehen hat. Ja, das ist ja das Ganze. Ich habe hier ein schönes Zitat von Sokrates. Wer bestimmt die öffentliche Meinung? Ja, weitestgehend die Politik. Mhm. Ja, und auch die Wissenschaft, beide. Und wenn beide Hand in Hand gehen, ist die öffentliche Meinung ja, eine Einheitsmeinung. Mhm. Und da kommt hier, und die öffentliche Meinung ist, was sagt Sokrates? Wann hat er gelebt? Ja, hier steht 470 bis 399, schon lange her. Vor Christus. Lange vor Christus. Und er sagt, die öffentliche Meinung ist ein Gespenst, mit dem man Kindern Angst macht. Und heute ist genauso das Klimagespenst, die Klimakrise, die Klimakatastrophe und so weiter und so fort, das ist ein Gespenst. Ich muss irgendwie das Gefühl eingeredet bekommen, hier steht ein Weltuntergang bevor. Ja. Ja, und da Klimaneigung heißt, ist natürlich die größte Klimakatastrophe, wenn etwas umkippt. Deswegen kommt der Herr Schellenhuber Kipppunkt. Mit seinen Kippelementen oder Kipppunkten und ja. So weiter und so, Tipping Points, auf gut Englisch gesagt. Ne? Und baut natürlich konstruiert Gefahren. Wer ist der Herr Schellenhuber? Man liest immer in der Zeitung von ihm. Das ist der Gründungsdirektor vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Das wurde 1992 gegründet und wie gesagt, er ist heute noch der Ist er ein Meteorologe? Nein, der ist Physiker. Der ist Physiker und nennt sich selbst auch Chaosphysiker, weil er sich mit nichtlinearen Dingen in der Atmosphäre und in der Physik überhaupt beschäftigt hat. Ja. Wenn ich mich damit befasst habe, muss ich auch sagen, nichtlineare Systeme ja, sind chaotische Systeme. Und chaotische Systeme kann man prinzipiell nicht vorhersagen. Auch wenn ich das Wetter statistisch wendige zu Klima verdichte, ja, 30 Jahre Wetter in einen Wert komprimieren, wobei ich nur die Temperatur nehme und nicht mal den Luftdruck dieser 30 Jahre oder den Niederschlag oder die Luftfeuchtigkeit, Wind und so weiter, nicht, dann verfalle ich irgendwann dem Reduktionismus. Und das ist ja eine soziologische Angelegenheit. Ja? Der Hermann Löbe hat mal gesagt, man muss immer den komplex reduzierenden Punkt in einer Gesellschaft, in seinem soziologischen Gebilde suchen. Ja, aber komplex reduzierend ist natürlich, wenn ich aus dem Wetter alles Komplizierte hinausnehme und nur noch die Temperatur erreiche. Das ist auch eine Art. Ja, die Soziologie baut ja nun, meint, sich mit dem Menschen zu befassen, befasst sich aber nicht mit dem Menschen, sondern mit dem statistischen Konstrukt von Menschen. Das ist eine Gesellschaft. Mhm. Ja?
Die Meteorologie befasst sich mit dem einzelnen Wetter Tag für Tag. Ja? Und die Klimatologie befasst sich mit dem Konstrukt vom Wetter und das ist das Klima. Also im Durchschnitt ist Deutschland ein reiches Land, aber für den Penner unter der Brücke trifft das wenig. Ah ja, im Durchschnitt hat jeder so und so viel auf dem Sparguthaben, jeder hat so und so viel, jeder hat ein Häuschen und so weiter und so fort. Im Durchschnitt sind wir alle reich, klar. Aber in Wirklichkeit, und das ist mit der mittleren Lebenserwartung ist genauso. Ich kann nämlich nicht auf den Durchschnitt beruhen. Das heißt, diese ganzen Durchschnittswerte im Klima, im Wetter, in diesen Entwicklungen, das sind rein politisch gewollte Größen. Ja, das sind politisch. Und wenn jetzt gesagt wird, wir müssen den Klimawandel stoppen, um das Klima durch diese Errichtung einer 2-Grad-Leitplanke ja, auf diesen Tugendpfad für alle Zukunft zu halten, dann muss ich fragen, das ist ja die älteste Klimadarstellung, die jeder Mensch kennt. Ich tue mal was dahinter, dann sieht man das vielleicht besser. Und zwar ist das, das ist in dem ersten Enquetebericht oder ersten Bericht der Enquetekommission Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre am 2. November 1988 veröffentlicht. Dann sieht man hier, ja, dass das die Klimageschichte über 1 Million Jahre. Klima liest man daraus ab, Klima war nie konstant. Ja? Klima ist also, hier dann Temperatur. Ja, das ist das Maximum, das sind die Warmzeiten, das sind die Eiszeiten. Und hier ist die Zeit. Und hier ist die Zeitskala, die Nullskala kann man vergessen, das ist willkürlich, aber man sieht auf jeden Fall, es gab Eiszeiten und Warmzeiten. Ja, nie eine Konstanz. Wenn man diese Phase rausnimmt, das sind 100.000 Jahre, die hat man jetzt zurück entzerrt. Mhm. Ja? Das ist ja immer ein Komprimationsvorgang. Ich kann ja 1 Million Jahre nicht hier in diesem Marsch haben und in Dietmar. Dann sieht man, das war die letzte Eiszeit. Würmeiszeit in Süddeutschland oder Weichseleiszeit in Norddeutschland. Und da sieht man plötzlich hier, vor etwa 20.000 Jahren, endete diese Eiszeit. Es gab keine Industrienationen, schon gar keine bösen und reichen Industrienationen, kein Auto, kein nichts, kein gar nichts und es gab ganz wenige Menschen auf der Erde. Bis heute weiß man nicht, warum diese Eiszeit endete. Man weiß gar nichts. Ja? Gehe ich jetzt in die letzten 10.000 Jahre nach der Eiszeit, erstens diese gigantische Erwärmung, dann dieser Rückfall im jungen Dryas hier, hier ist er etwas unterschlagen worden, und wie gesagt, und dann dieser nächste Anstieg vor 8,5 oder 9.000 Jahren, wie gesagt, das ist alles unerklärt. Es ist mit CO2 nicht zu erklären, weil es ja hieß, in der Eiszeit, und das wird ja auch publiziert, war der CO2-Gehalt 180 ppm, also 0,018. In der Vorindustriegesellschaft, also in dieser Zeit, war er dann auf 270 ppm gestiegen. Und dann, als man in Mauna Loa anfing, dann ging es dann auf 300 und jetzt sind es auf 400 ppm. Also Teile pro Million. Wenn man jetzt diese Phase nimmt, und da haben die Klimaexperten immer behauptet, in den letzten 10.000 Jahren ist das Klima absolut stabil. Man könnte es fast Gleichgewicht. Im Gleichgewicht, man könnte es fast im Linearzeichen, hier sieht man das noch, wie diese Auffassung jetzt, hier war sie noch nicht, aber mittlerweile hat man ja auch, der Herr Mann hat das ja gemacht, hat das Klimaopium des Hochmittelalters, hat er einfach weggemittelt und diese ganze Phase hier, diese 10.000 Jahre, hat man hier zu einer quasi eine Linie gemacht. Ja? Und jetzt ist der böse Mensch, die Industrienationen, die dieses schöne Gleichgewicht stören und deswegen mussten jetzt alle Maßnahmen gemacht werden, um das Klima wieder in ein Gleichgewicht zurückzubringen. Das ist auf einen kurzen Nenner gebracht, die Philosophie und alles andere noch darum. Und natürlich kann man das ja nur machen, wenn man in seiner Argumentation gleich bleibt, sagt, okay, wir müssen CO2-Emissionen reduzieren, verringern, verringern, verringern. Wir müssen irgendwann mal eine CO2-freie Gesellschaft sein. Jawohl, das ist die Karbonisierung. Das ist die Dekarbonisierung. Jetzt bleiben wir nochmal bei diesem letzten Bild. Ich habe das nochmal hier in einer anderen Fassung heraus. Und da sieht man hier das Ende der Eiszeit. Frage, warum, wissen wir nicht. Man sieht hier dieses Auf und Ab. Warum
gibt es keine Erklärung, zumindest nicht nach der CO2-Methode. Man sieht also hier, und dieser dünne Pfeil zeigt das, und das war, dass nach der Eiszeit das erste Maximum nie mehr erreicht worden ist bis heute. Da zu der Zeit war ja noch alles vorindustriell, waren 270 ppm. Also haben der CO2-Gehalt mit der Temperatur nichts zu tun. Man muss nach anderen Parametern suchen. Nur die ganzen Milankovitch-Zyklen, ja, diese drei mit der Extrinsizität oder der Schiefe der Ekliptik, diesen Wandlungen ja, mit 26.000 Jahre Periode, 41.000. Also wo man die Temperaturentwicklung abhängig macht vom Lauf der Erde um die Sonne. Von Orbitalparametern, wie man so schön sagt, vom Umlauf um die Sonne. Also die Schiefe der Ekliptik ist nicht konstant, die Ellipse ist nicht gleichförmig und natürlich auch das, was wir heutzutage haben, ist natürlich der Glücksfall, dass die Sonne, die Erde im Winter am sonnennächsten Punkt ist. Anfang Januar ist die Erde von der Sonne nur 147,5 Millionen Kilometer entfernt. Anfang Juli sind es 152,5. Diese 5 Millionen Kilometer Unterschied, ja, die von der Kreisbahn abweichen, die führen dazu, dass im Winter die Erde 100 Watt pro Quadratmeter mehr von der Sonne zugestrahlt bekommt als im Sommer. Wenn das sich jetzt ändern würde, ja, dass im Winter die Entfernung um 100 Watt weniger, kann man davon ausgehen, dass irgendwie wieder eine Abkühlung und eine Vereisung stattfindet. Jedenfalls hat man dieses, und dann hat, und diese Zeiten sind natürlich hier auch belegt, diese warmen Zeiten. Zum Beispiel hier vor dieser Zeit oder vor 3000 Jahren oder 3000 vor Christi, da in diesem Optimum, man redet ja auch von Klimaoptimum, das sind die warmen Zeiten, da ist der Götzi eingeschneit. Ja, und danach ist er dann nie mehr rausgekommen, erst jetzt in dieser Phase vor einigen Jahren freigelegt worden, vom Eis wieder befreit worden. Also der war die ganze Zeit im Eis konserviert. Um 200, dann gibt es hier, das ist die letzte Periode, die kleine Eiszeit zwischen etwa 1350 und 1850. Warum? Davor ist das Klimaoptimum des Hochmittelalters. In dieser Phase sind die Wikinger berühmt geworden. Die haben 860 haben sie Island entdeckt, 980 Grönland. Ja, die haben in Grönland eine Kolonie aufgebaut, die haben Ackerbau betrieben, die haben Grünwirtschaft betrieben, die haben nicht nur Schafe, sondern auch Kühe gehalten und die brauchen ja eine Menge Futter im Winter. Und die grönländische Kolonie hat über ein paar Jahrhunderte gelebt, das letzte Lebenszeichen war 1400 und etwas, die sind dann irgendwann mal verschwunden. Man weiß nicht, wo sie hin sind, es gibt keine Berichte darüber. Nur in dieser kleinen Eiszeit haben die Dänen dann die Sagas der Wikinger gelesen, die nordischen Sagas, und haben gesagt, Mensch, wenn die Wikinger in Grönland waren, fahren wir. Und 1721 haben sie Grönland praktisch wiederentdeckt und mit einem Pfarrer mitgenommen, den Herrn Egede, und haben dann eine Kolonie gegründet. Und das war genau nach dem Maunder-Minimum. Die kälteste Phase in der kleinen Eiszeit war die Phase, wo über 70 Jahre keine Sonnenflecken zu beobachten waren und wo es dann extrem kalt war. Und am Ende dieser Phase sind die Dänen nach Grönland gefahren, hat es dann später Streit gegeben, weil die dann, und dann irgendwann kamen die Norweger und sagten, ja, wir, die Wikinger waren Norweger, uns gehört Grönland. In Dänemark hat sich dann durchgesetzt. Jedenfalls, in dieser Phase, wo es in der Eiszeit mal wärmer war, sind die Dänen nach Grönland gefahren und haben im Grunde genommen die ganzen Siedlungen bestätigt, was da gewesen ist. Man hat es rekonstruieren können und es war damals in dem Optimum hier, 11., 12., 13. Jahrhundert, wesentlich wärmer als heute. Ja, ich habe mir selbst Aber Köln war damals nicht unter Wasser. Nein, die Siedlungsstätten habe ich mir auch angeguckt in Grönland. Da gibt es jetzt natürlich Gewächshäuser. Und in Gewächshäusern kriege ich so blitzige, blasse Erdbeeren herangezüchtet. Und Tomaten ist noch einfacher.
unter freiem Lufthimmel, also ich habe eine Vegetationsperiode von maximal 3 Monaten, was ich da bis an Gemüse anbauen kann, im kleinsten Maßstab in einzelnen geschützten Fjorden. Wie gesagt, das ist mit dem, was damals war, nicht zu vergleichen. Ja. Dann gab es natürlich davor dieses Pessimum, das war die Völkerwanderungszeit, mit der das römische Imperium untergegangen ist, als die Hunnen kamen. Und möglicherweise sind die aus den Steppen Asiens auch vor dem Wetter geflohen. Ja, davor das Optimum der Römerzeit. Ja, die Römer haben Wein bis nach England hochgebracht und Wein angebaut. Das kann man heute, ja, bis auf den britischen fängt man jetzt auch schon an, wieder ein bisschen Wein anzubauen und so weiter und so. Alle diese Vorgänge, für diese gibt es keine Erklärung. Ich habe gelesen, der Bischof von Trondheim in Norwegen hat Eigenbau getrunken. Hat eigenen Wein angebaut, im Mittelalter. Während dieser Periode. Ja, das war Dänemark und so weiter bis hoch. Und wie gesagt, die Römer haben, wie gesagt, erstmal das hier gebracht. Weinanbau gab es auch in Ostpreußen an die Zeit. Also das war auch wirklich warm. Ja. Ich habe auch die Aufzeichnungen von diesem Benediktinerkloster in Bayern, Hohenpeißenberg. Da war es 1800 wärmer als heute. Ja, das ist ja auch hier diese Kurve. Ich habe nicht besonders darauf hingewiesen, aber hier, Hohenpeißenberg, wenn man sieht, hier die Endphase, wo wir hier sind, und hier, das ist das Jahr um 1800. Ja. Da war es mindestens genauso wie heute. Da kann man sagen, da haben die Pinguine geschwitzt damals. Und jetzt kommt aus Potsdam die große Meldung. Ja, wie gesagt, die nächste Eiszeit in 60.000 Jahren fällt aus. Das ist wahrscheinlich irgendwo, wenn das 10.000 Jahre sind, ja, dann sind das 60.000 in der Entfernung. Das haben wir gestern lesen können, ne? Ja, ich, ja, die Eiszeit fällt aus, nur wegen, wenn wir nicht den CO2-Gehalt drastisch sinken oder die Emissionen. Sehr präziser Wetterbericht. Ja, fantastisch. Also nach Ihrer Meinung ist ja das CO2 überhaupt kein Klimagift, kein Klimakiller. Das hat mit Klima nichts zu tun. Wenn, dann müsste sich das CO2 über das Wetter bemerkbar machen, über die Temperatur und nicht erst über den statistischen Mittelwert. Da fängt schon die Mogelei an. Da wird irgendetwas konstruiert, was in der Wirklichkeit nicht da ist. Das heißt, diese ganze Verteufelung von CO2, das ist Ihr zweites Buch, Freispruch für CO2, beruht auf nichts außer einer politischen Konstruktion. Ja, und alle Wissenschaftler machen mit. Man sagt ja immer, ja, die Skeptiker, die da dagegen sind, die sind so in der Minorität. Gut, die Mehrheit. Das weiß man ja, Wissenschaft ist keine demokratische Veranstaltung. Ja. Ja, Wissenschaft operiert nicht nach dem Mehrheitsprinzip. Ja. Das kann man nicht häufig genug wiederholen, aber es ist natürlich auch so, gegen diese Irrlehre als Einzelner anzukommen, ja, ist ungemein schwer, aussichtslos. Und so war ich schon mal Max Planck. Der hat ja die Quantenphysik begründet. Den hat man ja auch nicht verstanden. Ja, und der hat gesagt, Max Planck hat geschrieben, ja, also Irrlehren müssen irgendwann mal aussterben. Zeitlebens gehen die nicht zugrunde. Und bei dieser Irrlehre ist es natürlich so, jetzt sind ja also Generationen an Studenten schon in dieser Irrlehre großgezogen worden. Da bin ich ja eher tot als die jetzt 30 oder 20 oder 40 Jahre alt sind. Im Prinzip ist es ja wie ein solcher Irrglauben, wie dass die Welt eine Scheibe ist. Ja. Ja, das Bild der Scheibe ist ja nach wie vor in den ganzen Berechnungen drin. Da wird die Erde nicht als cool angenommen. Ja, bei der Berechnung der berühmten minus 18 Grad, das ist auch ein reiner Fantasiewert, wird ja davon ausgegangen, dass die Erde, ja, die ja nun eine Kugel ist, ja, da wird ja gesagt, die Sonne bestrahlt die Erde als Scheibe. Und das ist die Pi-R-Quadrat. Das ist die Kreisfläche und die Sonne scheint auf diese Kreisfläche. Ja. Nein, die Sonne scheint auf diese Halbkugel, immer 2 Pi-R-Quadrat. Und wenn ich dann dieses berühmte Stefan-Boltzmannsche Gesetz nehme, S, das geht natürlich wieder nicht, also das ist S,
S ist proportional, T hoch 4 und T ist die absolute Temperatur, also Celsius plus 200. Ja, wenn ich das nehme, da wird gesagt, die Erde ist natürlich, Erde ist eine, wird als Scheibe bestrahlt, und dann ändert man sich, aber die ist ja doch eine Kugel, strahlt aber als Gesamtkugel. Da die Strahlung 1386 Watt pro Meter Quadrat ist, sagt man, okay, diesen Wert nehme ich jetzt. Und da die Erde ja nun keine Scheibe ist, sondern eine Kugel, teile ich diesen Wert durch 4. Ja, und dann bekomme ich dann 4, das sind 3. 18 durch 4 sind 4. 4, 16, 300. Oh, 26, 348 Watt pro Quadratmeter. Und dann ziehe ich von diesen 348 noch die Albedo ab, also die Reflexion, was an Strahlung reflektiert wird und wo Wolken sind und so weiter und so fort. Das sind dann 30%. Nehme ich dann wieder minus 30%. Und dann kriege ich im Endeffekt 240 Watt pro Quadratmeter. Das ist, aus der Sonnenstrahlung wird plötzlich diese kalte Sonne. Da ist der Begriff kalte Sonne richtig, es ist aber nur kalt gerechnet. Die ist in Wirklichkeit nicht kalte Sonne. Ja? Wenn die Sonne, und damit, mit diesen 240 gehe ich in S und dann mache ich die vierte Wurzel aus der Temperatur und dann bekomme ich die berühmten minus 18 Grad Celsius. Und dann sagt man, ja, das wäre die Normaltemperatur der Erde ohne Treibhausgase. So müsste sie sein. So müsste sie sein. Und Leben wäre unmöglich. Ja, also das wäre ein Eisplanet. Und jetzt kommt CO2, Gott sei Dank. Und jetzt kommen die Treibhausgase und jetzt hat aber die Erdtemperatur plötzlich, die Erde eine Mitteltemperatur, Globaltemperatur von plus 15 Grad. Differenz sind die 33 Grad. Das ist der natürliche Treibhauseffekt. Und so wird eine Lüge, ja, gesellschaftsfähig gemacht und man sagt sich, Gott sei Dank gibt es die Treibhausgase, sonst gäbe es ja uns nicht. Mhm. Ja, und damit steht man natürlich jetzt mit seiner Lüge fest da. Und deswegen, wer diese minus 18 Grad, den Treibhauseffekt attackiert, in Frage stellt, der wird sofort ins Abseits. Das heißt, der greift das Fundament der Wissenschaft. Der greift das Fundament dieser Ideologie auch. Der Geschäfte. Nicht der Wissenschaft, sondern der Ideologie. Der Pseudowissenschaft. Ja, wie auch immer. Ja, das ist ja eine Ideologie, das ist ja ein Glaubenssatz. Mhm. Und beim Glaubenssatz, wie beim Marxismus, muss man gewisse Fundamente oder Stützpfeiler einfach akzeptieren. Die darf man nicht mehr in Frage stellen. So, das bricht alles zusammen. Und diese 2 Grad sind eine eben solche Fiktion. Die 2 Grad sind eine Fiktion. Der Professor Schellnhuber hat ja jetzt ein neues Buch herausgebracht vor 14 Tagen. Selbstverbrennung nennt sich das. Also das heißt, wenn wir nicht jetzt aufhören, würden wir uns selbst und die ganze Erde verbrennen. Ja? Das ist schon harter Tobak. Und wenn ich dann in das Buch lese, wo er selbst... Aber der lebt doch von staatlichen Geldern, oder? Einzig und allein. Ja, das sind alles staatliche... Aber der ist doch der Berater von der Kanzlerin. Scheint nicht mehr so zu sein, aber zumindest war er es einige Jahre, als die Kanzlerin 2005, wurde sie ja Kanzlerin, dann hat sie ihn zum Berater genommen. Wie lange das Ende der direkten Beratung, das wird nie mitgeteilt. Also er tut so in seinem Buch, er beschreibt genau, wie er Berater wurde, aber er beschreibt dann nicht mehr, wann er aus dem engeren Dunstkreis wieder herausgenommen worden ist. Aber er ist immer wieder in den Medien präsent, Schellnhuber. Ah ja, der Mohib Latif, ja. Der ja auch, ne? Ja gut, die haben sich da verschrien, die sind bekannt. Die sind geehrt, die sind geschätzt, die gehen von Talkshow zu Talkshow, von Vortrag zu Vortrag. Wann die arbeiten, weiß ich nicht, aber sie sind ständig unterwegs. Und in meiner Zeitung zitiert man, wenn es um Klima geht, German Watch und Greenpeace und Latif und Schellnhuber oder Huber, wie der heißt. Ja. Das ist, also diese Fantasten, die haben das Regiment in den Medien. Wie muss man sich das erklären? Sind die Medien gekauft von den Ökoprofiteuren? Weil wer hat denn den Vorteil von diesen Lügen? Ich weiß es nicht, die Medien mit Sicherheit nicht.
Ja, aber die Medien betreiben ein Spektakel mit diesen Weltuntergangsszenarien. Wir haben es ja gesehen am Anfang. Ja gut, die Medien sind natürlich auf Ad-Hoc-Sensationen immer angewiesen. In der Bild-Zeitung hat man doch die brennende Erde auch gesehen. Ja, ja, Bad News are Good News, ja, weil sie die Verkaufsziffern erhöhen. Aber dass die Medien insgesamt ja immer mehr weniger Glaubwürdigkeit genießen und man sieht es ja an den die Kranken ja alle, ob die Frankfurter Allgemeine oder die Rundschau oder die Süddeutsche. An den Umsatzzahlen. Ja. An den Verkaufszahlen, ja. Ich meine, wenn ich sowas in der Zeitung finde, Klimaschutz auf Abwägen, dann sind doch die Medien noch viel mehr auf Abwägen. Man muss seinen Menschen fragen. Was heißt Wetterschutz? Wetterschutz heißt Schutz vor dem Wetter. Sonst würden wir ja keine Häuser bauen. Ja. Ja? Ob ich nun ein Haus baue, fest oder aus Holz oder Stein oder einen Wintergarten, ich muss mich auf jeden Fall vor dem Wetter schützen. Das macht schon das kleine Frühbeet an oder das Mistbeet oder was auch immer. Man versucht, Verhältnisse zu schaffen. Da ist dann der Begriff Raumklima. Ja, es gibt die Klima. Heizungs- und Klimatechniker, ja, die das Raumklima so gestalten, dass ich mich wohlfühle. Und der eine sagt, ich fühle mich bei 23 Grad im Wohnzimmer wohl, der andere sagt, ich komme mit 20 aus, dafür habe ich einen dickeren Pullover an und so weiter. Dieses Klima kann ich steuern, aber nur in einem geschlossenen Raum. Die Erde ist aber kein geschlossener Raum, ist kein Treibhaus, ja, ist ein offenes Ökosystem, wie man so schön sagt. Ja, die ist also zum Weltall offen. Es muss offen sein, ja, es muss von der Sonne Energie reinkommen, es muss die Abwärme, die nicht mehr nutzbare Energie, aus dem Sonnenhimmel wird ja der blau-grüne Bereich herausgenommen und der dient ja dann der Photosynthese. Sie haben ja damals dieses Buch Treibhausschwindel geschrieben. Ja. Das hat sich ja doch schon damals gegen die komplette Expertenwissenschaft rund um Klimaschutz. Ja, das erste Buch, das war 98. Wie war da die Resonanz? Mein Freund hat mich darauf angesprochen, die Resonanz war sehr positiv, nur bewirkt hat es nichts. Ich kriegte auf einmal 1998 Schreiben, ein halbes Jahr nach Erscheinen des Buches, von einem Physikprofessor aus Stuttgart. Er hat mein Buch in Florida während des Urlaubs in den USA gelesen, war ganz begeistert. Ich sollte eine kurze Skizze noch machen des Inhalts und das ihm geben und noch einen Professor finden, der das Buch begutachtet. Den habe ich auch gefunden aus Marburg, das habe ich dann dahin geschickt. Dann habe ich erstmal nichts gehört. Und dann kriegt ihr auf einmal eine Einladung von der Deutschen Stiftung für Innovation und Erziehung und Bildung nach Königswinter. Und man wollte mir dort den Deutschen Wojciech-Preis für ideologiefreie Wissenschaft überreichen. War damals ein schönes Geschenk für mich, 15.000 D-Mark honoriert. Da war auch die Industriestiftung drin. Der Schirmherr war der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wolfgang Clement. Ich habe dann, wie gesagt, den Preis da erhalten. Das Interessante war die Urkunde und die Preisverleihung. Das habe ich dann in meinem Ministerium auch kundgetan. Das ist mit dem Film passiert, wo ein halbes Jahr vorher noch die Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag meine Ministerin attackiert haben. Wieso kann ein Ministerialrat aus dem Hause so ein Buch schreiben? Ach, da gab es ja politische Angriffe. Da gab es politische Angriffe. Von den Grünen. Von den Grünen. Ja, und meine mit der Meinungsfreiheit nicht viel zu tun. Nein, meine Ministerin rief mich dann an, sagte, das ist passiert, wie soll ich reagieren? Ich sagte, ganz einfach, Artikel 5 Grundgesetz, Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit, auch die genießt ein Beamter. Und wenn ich das Buch nicht im Dienst geschrieben habe, sondern in meiner Freizeit, dann ist das meine persönliche Meinung. Ich gehe ja damit nicht hausieren, dass es jetzt die Meinung des Umweltministeriums in Rheinland-Pfalz ist. Im Gegenteil. Ja. Und so ist das dann im Sande verlaufen. Ne? Aber so wird man dann auch in die Zwickmühle genommen. Ja, dann ist es ohne größere Resonanz in den Medien und in der Politik verpufft und haben sich entschlossen, sie schreiben ein zweites Buch. Dann kam das zweite Buch. Freispruch für CO2. Richtig. Ja, und das zweite Buch, ja. Was hat da den Anstoß gegeben?
Gar keinen mehr. Nein, ich war ja dann irgendwann mal nicht mehr existent. Ich wurde dann herausgenommen, weil man merkte, der ist nicht disziplinierbar, der Thüle, der ist auch nicht belehrbar. Der glaubt noch an die echten Naturwissenschaften und nicht mehr an die modernen Ideologien. Dann hat man mich einfach ignoriert, wie das so ist. Ja? Totgeschwiegen. Totgeschwiegen, ja. Wer nicht in den Medien da ist, der existiert nicht mehr. Ne? Ja, und dann habe ich dann noch ein drittes Buch geschrieben. Das geht dann auch ein bisschen intensiver in die Politik. Kampf um den Klimathron. Ja. Ja. Propheten im Kampf um den Klimathron. Und auf der Titelseite, wie gesagt, ist der links der Prophet Al Gore, in der Mitte die Prophetin, die Klimagöttin, ja, wie sie nach dem G20-Gipfel genannt worden ist, die Angela Merkel, unsere Kanzlerin. Und rechts ist der Inder, der Vorsitzende des Klimarats, Pachauri, aber der ist ja auch nicht mehr Vorsitzender. Der ehemalige, nachdem er da irgendwo... Über seine Damengeschichten ist er ja gestolpert. Wie auch immer. Ne? Das ist jeder sein Privatvergnügen. Sie haben ja recht früh schon haben Sie versucht, auf politische Entscheidungsträger informell Einfluss zu nehmen und haben Briefe geschickt. Ich habe viele Briefe geschrieben. Ich habe also das heißt, Sie haben tatsächlich geglaubt, man könne Politikern durch Vermittlung von wahrheitsgetreuen Informationen eine neue Perspektive geben und die sollen an der Klimapolitik dann vielleicht was zum Guten drehen. Das habe ich geglaubt, ja. Da waren Sie noch aber sehr jung. Nee, ich war damals schon ausgereift. Also, Sie haben doch das politische Getriebe gekannt. Illusionist war ich nicht. Ja, ich habe mir nur... War das ein Spaß? Haben Sie es zum Spaß gemacht? Zum Schluss nachher nur noch zum Spaß. Ja. Ich hatte am Anfang mir von der Wissenschaft noch etwas erhofft. Von meinen Kollegen, aber die sind alle abgetaucht. Alle abgetaucht, denn Nonkonformist zu sein heutzutage ist ein harter Job. Kostet Nerven, kostet Energie, kostet Gesundheit. Ja, man tut immer so gegen die katholische Kirche operieren mit ihrem Galileo-Prozess, wo jahrhundertelang da die Lüge beibehalten wurde und keine Entschuldigung. Aber wenn man sieht, was in der Klimawissenschaft geschieht, das ist doch nach heutigen Vorstellungen, nach Vorstellungen der Kantschen Aufklärung, ja, das ist ja ein Skandal eigentlich. Ja, ja, aber das Gericht darüber wird noch kommen. Das werden wir wahrscheinlich nicht erleben, aber es hat immer Aufarbeitungen der Geschichte gegeben und Kurskorrekturen. Ja. Wie gesagt, ich bin nach wie vor im Sinne von Kant, Königsberg, erzogen. Sie kennen ja den Spruch der Aufklärung, Sapra Aude, auf gut Deutsch etwas länger, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, um dich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien. Wenn ich natürlich nur den Medien glaube, begebe ich mich in eine selbstverschuldete Unmündigkeit. Und da kommt der Staat und sagt so, ich bin der Vater und ihr seid unmündige Kinder und ich werde euch jetzt ins ewige Paradies führen. Und wenn das Paradies CO2-frei ist, wird es halt gar kein Paradies mehr geben, weil es keine Pflanzen, keine Tiere, keinen Menschen mehr gibt, ohne CO2 in der Luft. Glauben Sie denn, dass diese Wissenschaftler selber an diesen CO2-Kram glauben? Oder ist das nur eine Geschäftsidee bei denen? Können die so dumm sein und das glauben? Nein, das ist eine Geschäftsidee. Und ich meine, der ein oder andere Unbedarfte, ja, was sich so am Rande der Klimaexperten bewegt, da glaube ich schon, dass die das auch glauben, irgendwann mal. Ja, man kann ja auch sich sagen, so selbst belügen, dass man irgendwann mal an seine eigene Lüge glaubt. Ja, das geht. Aber wie gesagt, das will ich den Rädelsführern jetzt einmal in Anführungszeichen nicht unterstellen. Glauben Sie denn, dass unsere hohe Politik daran glaubt, an diese Märchen? Also wollen wir so sagen, man könnte vielleicht bei der Politik noch eins versuchen. Auch die Politik weiß ja, dass Wetterschutz Schutz vor dem Wetter heißt. Ja? Dass man der Politik jetzt hier mitteilt, das Klima ist ja nichts anderes als statistisch verarbeitetes Wetter. Und wenn ich das Wetter nicht schützen kann, ja, dann kann ich auch kein Klima schützen. Diese logische Verknüpfung müsste möglich sein. Das glaube ich nicht.
Das schafft kein Politiker. Ja, aber die wissen nicht, wie viel Null ja, das ist ja das. 1000 hat. Ja, ja, das, ich weiß das ja. Ich kenne ja auch Namen ja. Ja, von Umfragen. Ja. Aber man muss wirklich immer wieder fragen, was bezweckt der Blitzschutz auf meinem Haus? Schützt der den Blitz oder schützt er mich vor dem Blitz? Ja, schon. Ja, warum baue ich ein Haus? Ich schütze mich vor dem Wetter, vor Kälte, vor Hitze, vor Wind, vor Regen, vor allem. Das ist schon klar. Ich schütze mich immer vor allem. Ja, das kann ich aber nicht dialektisch umdrehen und sage so, das statistisch verarbeitete Wetter, an dem kann ich mich versündigen. Ja, das kann ich schützen. Ja, und weil ich mich versündige, kommt der Staat und sagt, jetzt musst du für deine Sünde Buße zahlen. Ja, dann hat man schon mal Einnahmen, von denen man die Administration also geht. Also geht es dann doch ums Geld. Ja. Es geht um Erzeugung von Angst, um Erzeugung von Schuldgefühlen. Ja, und dann kommt die Buße. Ja, und die zahlen wir. Ja, der eine nimmt ein und der andere gibt aus. Und das hat ja der Vertreter vom Schellnhuber gesagt. Der Klimaschutz hat gar nichts mit dem Schutz des Klimas zu tun, es geht nur noch um die Umverteilung von Geld, von einer Tasche in die andere. Die Politik, die hat so viele Briefe von Ihnen gekriegt, ich kenne einige davon, sogar einen amerikanischen Botschafter haben Sie versucht, an den Präsidenten was heranzutragen. Nach dem Resümee, das man jetzt ziehen kann, nach all diesen vergeblichen Versuchen, ich kenne auch Ihren schönen YouTube-Film, Ihre Ansprache an die Kanzlerin, man muss ja eigentlich unterstellen, die interessiert sich überhaupt nicht für die Wahrheit. Die interessieren sich für das Geld, das sie mit diesem CO2 und Klimaschutz generieren von den Bürgern. Ich weiß selber von unserem Kampf gegen diese unsinnige Wärmedämmung. Es gibt zu diesem Thema Wärmedämmung gibt's einige wenige Untersuchungen von wissenschaftlichen Instituten. Immer wenn eine Wärmedämmung auf der Wand drauf war, hat dieses Testgebäude mehr Energie verbraucht als das ohne Wärmedämmung. Ja, das es gibt keine anderen Untersuchungen. Und das haben wir auch mitgeteilt, auch über Petitionen und allen möglichen. Es ist so vollkommen ohne Wirkung. Und das muss einen Grund haben, weil so dumm kann kein Politiker sein. Also ich denke, dass im Klimaschutz, den kann man noch so viel versuchen, Aufklärung zu gönnen den Politikern, die arbeiten nur an dem geldwerten Vorteil, den diese Ideologie mit sich bringt. Ja, ja sicher, es gibt bei dieser Politik gibt es ja immer wieder Nutznießer und Geschädigte. Und die Lobbyisten gehören zu den Nutznießern, bestellen sich ihre Politiker im Bundestag, die Klimaschutzgesetze immer weiter verschärfen. Ja, nur ich verstehe das Verhalten gewisser Wirtschaftsverbände verstehe ich nicht. Ja, das ist die Selbstverbrennung dann vielleicht. Wie das ist immer. Ja oft Selbstmordverhalten. Ja, ja. Das schädigt ja, wenn wir sehen, die Energiekonzerne haben alle stillgehalten mit diesem Klimaschutz. Prahlen herum mit ihren Windrädern, mit ihren Solaranlagen, die sie selbst finanzieren. Und wohin geht die Geschäftsentwicklung bei diesen großen Energieriesen? In den Abgrund. Die geht in den Abgrund. Die Zeitungen, die schreiben sich über den Klimaschutz einen ab seit Jahrzehnten. Wohin geht ihre Entwicklung? In den Abgrund. Was ist das? Ist hier ein Selbstmordattentat auf dem Weg? Ja, es gibt in der menschlichen Geschichte, wenn man zurückschaut, immer gewisse Zyklen. Es gibt optimistische Phasen und es gibt auch pessimistische Phasen. Das erste Jahrhundert, die ersten anderthalb Jahrhunderte der Industrialisierung waren vom Optimismus geprägt. Ja, wenn ich die Futurologie und die Zukunftsvisionen noch in den 50er Jahren jetzt nachlese. Ich kenne Städteentwürfe, wo ja, auf vielen Ebenen gefahren und geflogen wurde und gewohnt und gespielt. Ja, ja, wie gesagt, das war eine optimistische Grundstimmung. Da war kein einziges Haus mit Wärmedämmung dabei. Nein, Visionen. Die Wärmedämmung ist ja im Grunde genommen, ich meine, ich muss ein Haus, wenn ich es so konstruieren will, dass ich möglichst wenig Energie zum Heizen brauche, dann muss ich so konstruieren, im besten Fall sagen wir wie eine Thermoskammer. Das ist die beste Konstruktion, wo alle drei Arten der Wärmeübertragung mit berücksichtigt sind. Die Strahlung, die Leitung und die Konvektion. Und
Und man versucht, alle drei zu minimieren. Trotzdem wird der Kaffee in der Thermoskanne kalt, auch wenn ich sie nicht öffne. Oder das Eis, was ich da rein tue, bleibt nicht Eis, sondern schmilzt. Ja. Und beim Haus muss ich einfach überlegen, wenn ich außen eine Wärme, wenn ich jetzt sehe, in Mainz oder wo auch immer, jetzt werden alte Siedlungshäuser außen gedämmt. Da kommen so 10 cm Styropor davon. Wenn es genügt, ja, ins Land. Innen drin habe ich den Blockstein. Ja. Jetzt muss ich jetzt... Durch die Isolation wird natürlich verhindert, dass insbesondere im Winter ja, die Sonne die Hauswand erwärmt und dann durch eine Temperaturneigung die Wärme in das Haus hineinfließt, also ein bisschen nutzbar ist. Das muss ich, weil die Sonne jetzt wegfällt, muss ich von innen zusätzlich das Bauwerk erwärmen. Und das kostet natürlich mehr Energie als im Vorfeld. Deswegen, ja, stimmt das oder kann ich das nachvollziehen, dass die Häuser, die isoliert worden sind, danach mehr Energie verbraucht haben als vorher? Naja, die ganze Berechnung, diese Fiktion wiederum, so wie hier. Naja, auf stationäre Verhältnisse. Ja, aber die ganze Berechnung schottet die Sonnenenergie, die auf die Mauer von außen kommt, komplett aus. Ja, ich weiß das. Die ist auf Null. Deswegen habe ich es ja eben erwähnt. Ich habe immer in meinen Erklärungen, sage ich immer, wir müssen uns überlegen, wie der Ritter Wärme gedämmt hat in seiner kalten Burg. Dann sage ich immer, bis Weihnachten hat er gar nicht heizen müssen, weil er da die solare Wärme in seinen dicken Mauern hatte. Hm, ja. Und dann, wie es dann so kalt wurde und er angefangen hat, in seiner Kemenate zu heizen, dann war es ein Trick, dass er die Innenseite seiner Wand mit einer hauchdünnen, in Anführungszeichen, Wärmedämmung versehen hat, die schon vom ersten Scheitel Holz warm geworden ist. Und so sind die gotischen Bohlenstuben entstanden, so sind die Wandbehänge entstanden. Wandbehänge, ja. Und die Erfahrung war ja schon in seinem nicht heizbaren Schlafgemach. Da hatte er ein Himmelbett, am Anfang mit Läden, Holzläden, später dann mit Vorhänge, die hat er zugemacht, war in seinem Null-Grad-Zimmer, sein Waschwasser ist in der Schüssel gefroren. Mhm. Und er war doch einigermaßen behaglich, vielleicht mit seinen zwei jungen Mägden oder mit einem heißen Stein, in seinem zugezogenen Himmelbett gelegen und konnte überleben. Ja, ja, sicher. Und der Kopf war unter der Bettdecke. Ja, und es war natürlich auch förderlich für die Anzahl des Nachwuchses, diese Zeit. Ja. Diese Zeit, ja. Nee, also, wie gesagt, ich sag mal, Innendämmung kann man ja noch nachvollziehen. Ja. Aber nun, die Wildschweinfälle oder die Wärmedämmelemente, die Gobelins, die Teppiche außen auf die Wand zu bringen, wo dann die Wand dahinter kälter wird, weil sie die solare Energie nicht mehr einfangen kann, das ist so auch Klimaschutz vom Feinsten. Ja. Also dümmer geht es nicht mehr. Und wenn wir die Wand als Gesamtes sehen und sie ist dann gegen die Sonne Wärme gedämmt und es bleibt ja hinter der Dämmung als Schattenspender kühler, dann entsteht sogar ein höheres Temperaturgefälle im Winter, weil die solare Aufwärmung tagsüber nicht mehr stattfindet. Richtig. Also kontraproduktiv, wie soll das aussehen? Also was geschieht, wie intensiv die Sonnenstrahlung im Winter ist, merkt ja jeder, der mal übers freie Feld nach einer Frostnacht, wenn Schnee liegt, gewandert ist und der Sonne ausgesetzt ist. Ja, klar. Die Seite geht da von Ost nach West, ist die Seite schön angenehm warm, da frieren eben die Ohren ab, geht da rückwärts, ist die Seite warm, da frieren die Ohren ab. Und das ist in der Nord- und Südseite eines Hauses genauso. Jetzt haben Sie Politikwissenschaften studiert. Politik und Wissenschaft, das ist ja schon, das habe ich ja schon gesagt, eine interessante Kombination. Die politisierte Wissenschaft, kann man jetzt fast resümieren, die taugt nichts. Nein. Und man kann natürlich die benutzen, um bestimmte Politik zum Wohle der Lobbyisten durchzuführen. Sehen Sie eine allergeringste Chance, dieses System von politisierter Wissenschaft und auf Falschwissenschaft beruhender Politik irgendwo zu mäßigen? Es geht ja immer weiter. Wir sehen jetzt diese Klimaschutzgesetze von Jahr zu Jahr, wird sozusagen da die Gurgel weiter zugedrückt. Der Hauseigentümer wird immer mehr ausgeblutet, er muss immer mehr bringen. Der Neubau kommt zum Erliegen. In Baden-Württemberg haben sie ein besonders scharfes Klimaschutzgesetz, wo man auch jedes Mal, wenn im Altbau mal eine Heizung kaputt ist, muss man dann gigantische Dinge unternehmen. Mit dem Ergebnis, dass die Heizungsbranche einen spürbaren Abbruch erfahren hat. Also auch da wieder eine Art von Selbstmordprojekt.
sind die komplett bekloppt, die ganzen Handelnden in unseren Ministerien? Sie waren ja selber in einem. Ja, ich kann das, ich kann, es ist nicht mehr nachvollziehbar. Ich kann die Frage nicht abschließend beantworten, weil ich es auch nicht nachvollziehen kann. Es ist nicht nachvollziehbar. Ich kann es nicht nachvollziehen, wo plötzlich der normale, gesunde Menschenverstand geblieben ist. Wir kriegen auch eingeredet, dass wir ja gar nicht mehr intelligente Wesen sind. Ja, ich brauche eine intelligente Heizung, ich brauche das und intelligente Stromwächter und so weiter und so fort. Das heißt, ich trete die Intelligenz ab an Apparaturen oder an Mehrheiten in einer Gesellschaft, die ich aber dann nicht mehr kontrollieren kann. Und dann muss ich natürlich unter den Konsequenzen leiden. Der Computer hat ja auch hier, wie gesagt, der wird ja auch als künstliche Intelligenz dargestellt. Hat der Einzelne überhaupt noch eine Chance gegen dieses System? Also im Moment bin ich da eher pessimistisch, obwohl ich von Natur aus Optimist bin. Also ich sehe das ja so, ich kann die Welt nicht verbessern, die Welt will nicht aufgeklärt werden, die Leserbriefe in der Zeitung werden verstümmelt oder überhaupt nicht gebracht. Nein. Das heißt, man kann sich gar nicht bemerkbar machen richtig. In den Medien ist man out. Es gibt ein paar Segmente, wo man ein bisschen Kritik noch unterbringen kann, beispielsweise diese extrem brennbaren Dämmfassaden und so. Das ist recht spektakulär. Da findet man in den Medien noch ein bisschen Gehör. Aber ansonsten, dass die Sache, dass die Dämmstoffe nicht dämmen, dass die Windräder und die Solaranlagen, dass das niemals eine ausreichende Energieversorgung liefern kann, das ist in den Medien wie ein Tabu. Und ja, ich weiß das. Ich habe ja unlängst mich auch diesbezüglich geäußert. Nicht? Jeder weiß, dass der Wind nicht immer mit Stärke 5 bis 6 weht. Das wäre, sagen wir mal, der Optimalbereich, wo ich eine, wenn er immer so wehen würde, könnte ich natürlich sagen, okay, darauf baue ich jetzt eine Stromversorgung auf. Beim Sonnenschein, bei der Sonne genauso. Bei der Sonne ist ja noch schlimmer, da weiß ich nur, die kann nur tagsüber scheinen. Ja, auf der Nachtseite gibt es das nicht. Habe ich schon die erste große Lücke. Im Winter habe ich 16 Stunden Nacht, 8 Stunden Tag. Die Sonne kommt gerade noch nicht mal über 20 Grad über den Horizont. Gerade ganz, da, wo man die Energie braucht. Ganz flach im Einfallwinkel, da ist aus der Photovoltaik auch kein Strom rauszuholen. Mhm. Ja, wenn ich dann im Herbst eine Hochdruckwetterlage habe mit Hochnebel und keinen Sonnenschein und Windstille und das über 14 Tage, dann ist das Versprechen, man könnte mit Wind und Sonne und vielleicht noch ein bisschen Strom, was man nebenher verbrennt, ein bisschen Biomasse und so weiter und so fort, man könnte eine Industriegesellschaft bedarfsgerecht mit elektrischem Strom versorgen. Darum geht es ja. Es geht ja gar nicht um die Frage der Energie. Energie hat die Erde genug von der Sonne. Ja, hier geht es ausschließlich und allein um den Strom. Wie erzeuge ich Strom? Und vom Strom sind alle abhängig. Erst recht die Medien. Ja? Und die Medien propagieren diese Stromabhängigkeit von Wind und Sonne, aber in dem Glauben, ja, es gibt dann irgendwo aber doch noch immer irgendetwas, das wir wenigstens kontinuierlich über die 24 Stunden mit Strom versorgen, damit ich die Leute weiter unterhalten kann und von den eigentlichen Problemen ablenken kann, ja, und sie verunsichern kann, Angst machen kann, Filme bringen kann, ja, wo die Eisbären dann von Eisscholle zu Eisscholle springen und immer magerer werden oder was auch immer. Man kann ja über die Medien heutzutage Schreckensszenarien aufbauen, durch Bild und Kommentar und durch Manipulation. Das ist unglaublich. Das hat es noch nie in der Weltgeschichte gegeben. Also ich schaue mal zurück in die Zeit der 30er Jahre, die Nazi-Zeit. Da gab es ja schon eine ausgearbeitete Strategie, das ganze Deutsche Reich mit Reichswindkrafttürmen oder Reichskrafttürmen zu übersäen. Und schlau wie die waren damals, Ingenieure, haben schon gesagt, oh, der Wind weht nicht immer, wir brauchen ein Speichermedium. Und dann kam schon diese Wasserstoffwirtschaft. Man hat gesagt, mit der erzeugten Energie produzieren wir Wasserstoff, um das Speicherproblem zu lösen. Es war natürlich damals auch schon ein fürchterlicher Fehlschlag. So ein paar Nazi-Größen rund um den Thüringer Gauleiter Saukel haben die ersten Windräder da gebaut und die Technik versucht zu entwickeln. Es
ist also schon in der Nazi-Ideologie verankert, diese Autarkie, die dahinter steht. Man hat ja so einen Autarkismuswahn, man will sich vollkommen abgrenzen, man sagt, die bösen Ölscheichs und auch Uran muss importiert werden und das ist ja alles Mist. Wir müssen sozusagen ganz isoliert nur für uns bestehen können, unsere eigene Energie sozusagen aus dem Nichts dann schöpfen und die Sonne sendet keine Rechnung, der Wind scheinbar auch nicht. Was ist da für eine kranke Ideologie dahinter, wo es doch auf der anderen Seite immer heißt, ja, Welthandel ohne Grenzen und Menschenverkehr auch ohne Grenzen und. Wie verrückt ist das denn? Ich weiß es nicht. Sie kennen diesen Autarkismus? Ja, das Bestreben, autark zu sein, also unabhängig von allen anderen, das kenne ich. Ich kenne aber, wie gesagt, das mit den Windrädern nicht. Ich kenne nur ein Buch aus dem Jahr 1927. Das nennt sich Sozialphysik. Mhm. Ja, also es ist ja eigenartig, dass man schon, wie früher, die Soziologie hieß ja früher auch Sozialingenieure. Ja. Ja, also man hat gesehen, der Mensch ist aus Materie und er muss wie ein materielles Produkt bearbeitet und behandelt werden und so weiter und so fort. Ein paar Werkzeuge. Und dass Deutschland sich in dieser Hinsicht mehr Gedanken gemacht hat damals als alle war, hängt natürlich mit der Hungerblockade und der Rohstoffblockade. Die Churchill'sche Seeblockade. Eine Million im Ersten Weltkrieg schon während des Krieges mit verhungert sind. Richtig. Das, ja. Und daraufhin haben die alle Anstrengungen. Und in diesem kleinen Buch Sozialphysik sind alle Möglichkeiten damals schon durcherörtert worden. Mhm. Wie kann ich Energie auch damals schon im Hinblick auf den Strom? Ja, der war dominant, Heizenergie und so weiter, das ist noch immer etwas anderes. Ja, da kann man einen Baum absägen oder was auch immer. Aber es ging ja um Strom und Stromerzeugung und um die Kraftwerke. Die müssen ja mit Öl oder Kohle und so weiter befeuert werden. Gas war damals noch weniger. Es wurde an die Gezeitenenergie schon gedacht, es wurde die geothermische Energie gedacht, sollte ja die Meerenge an Gibraltar geschlossen werden, riesige Staumeere gebaut werden und dann ja, wie an den Talsperren oder an den Flüssen ja, Strom erzeugt werden durch Turbinen und so weiter, durch Wasserkraft. Ja. Alles wurde damals schon erörtert. Und in dem Buch 1927 steht dann drin, Windrotoren und das natürlich auch, wir werden trotzdem das Energieproblem nicht lösen, wenn wir nicht eine Energie, der Begriff Atomenergie, den gab es damals noch gar nicht. War ja die Kernspaltung noch gar nicht entdeckt worden. Das kam ja alles etwa 5, 6, 7, 8 Jahre später. Und das ist 10 Jahre, 27, 37, also danach. Wenn man nicht die Energie, die in der Materie selbst drin steckt, erschließen kann. Mhm. Ja, man hat ja schon damals bei den alten Griechen philosophiert, das kleinste Teilchen ist das Atom, ja. Atomos. Ne? Und wie kriegt man die Energie aus dem Atomos raus? Ja, und dann gibt es möglicherweise die Spaltung oder der umgekehrte Vorgang ist die Fusion. Spaltung war natürlich wesentlich leichter zu erringen als die Fusion, weil die Fusion Energien erstmal erfordert, die herzustellen. Das merkt man ja beim dem Beschleuniger der CERN, muss man ja erstmal die Photonen und die Teilchen auf Lichtgeschwindigkeit bringen. Energie reinstecken. Ja, da muss man dann künstliche Magnetfelder, ja, wie will man sonst die Energie halten, kein Behältnis macht das mehr, da muss man also magnetische Felder gründen und wo die eingeschlossen ist und so weiter. Und dann kann man vielleicht eventuell die Kernfusion auch irgendwann mal erschließen. Aber zunächst erstmal sind wir auf herkömmliche Energieträger angewiesen. Jetzt wird ja immer gesagt, die sind endlich und die fossilen Energien, die sind bald aus. Und ich habe mich natürlich auch mit diesem Thema beschäftigt, bin dann auf das Buch von Thomas Gold gestoßen, der dann sagt, die fossilen Energien, die sind überhaupt keine fossile Energie. Michael Lomonossow, der das entwickelt hat, den Gedanken, der hat mal ein paar verkohlte Holzstrünke gefunden in einem Kohleflöz und hat dann gedacht, dass die Kohle, die wäre dann daraus und John Humboldt hat auf seiner Südamerika-Reise, wo er dann so Ölseen besucht hat, Venezuela oder wo das war, hat er das schon widerlegt, diese Fossiltheorie.
Und in den 50er Jahren haben da dann die Russen ja auch entdeckt, dass die fossilen Energie gar nicht fossil sind, sondern unerschöpflich unter der Erdkruste sich da bilden aus unerschöpflichen Erdgasen, die unter Druck und Hitze und bakterieller Einwirkung sozusagen diese Energien dann hergeben. Und das war für mich unfassbar, weil ich ja in der Schule das noch gelernt habe. Ich wollte übrigens mal Chemie studieren. Das hat mich immer interessiert, diese ganze organische Chemie. Ich habe also das nicht geglaubt und war geplättet von diesem Buch von Thomas Gold und habe dann gesagt, wo mache ich die Gegenprüfung? So wie ich auch Sie dann damals angerufen habe, weil ich musste dann persönlich irgendwie einen Ansprechpartner finden, der solche neuen Weisheiten dann von der anderen Seite sieht. Und habe dann den Chef von Esso angerufen, den damaligen Pressesprecher, inzwischen Professor Schulz-Bornemann, und habe ihn gefragt, ob er das Buch denn kennt. Und dann hat er mir gesagt, ja, das hat er auf dem Nachttisch liegen, die Atmosphäre der heißen Tiefe, oder so ähnlich heißt das. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, wie sehen Sie denn das? Und er sagt, ja, der hat ja eigentlich recht. Und ich sage, ja, und was machen Sie? Überall hört man immer, wir haben bald kein Öl mehr und meine Bauern, die wollen ja gar nicht mehr mit Ölheizung in die Zukunft starten, die wollen alle was anderes, weil sie sagen, es gibt ja bald kein Öl mehr. Und da hat er gesagt, ich gebe jedes Jahr oder alle 2 Jahre diese Broschüre raus, Öl Dorado, und aus der ergeben sich Jahr für Jahr zunehmende Reserven. Das sind die Fakten. Ja, und er zeigt nur die erschlossenen und auch prospektierten Energien. Und dann sieht man, wir haben einen Mikroverbrauch, der wird minimal größer jedes Jahr. Und gleichzeitig erschließen wir unendlich mehr Reserven. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, warum tun Sie das nicht offensiv in den Medien bringen, dass wir da keine Angst haben müssen und dass fossilen Energien gar nicht fossil sind und unerschöpflich und müssen nur erschlossen werden. Dann hat er gesagt, ja, die Kommunikationspolitik wird halt in Amerika gemacht und Resümee war, das dient der Preispolitik. So viel zu dieser Urangst. Und wenn wir jetzt mal das ein bisschen resümieren, dann ist ja dieser Autarkismus, der in jedem Einzelnen angelegt ist, weil die Leute sind ja alle dafür, dass man den Ölscheichs kein Öl mehr abnimmt und dass man doch vor der eigenen Haustür oder wenigstens vor der des Nachbarn das Windrad mal aufstellen soll. Und dann ist ja alles fast kostenlos und man nimmt ja auch so einige Unannehmlichkeiten in Kauf. Das ist ja eigentlich ein Kriegstrauma aus diesen Hungerperioden. Es hat ja 2 gegeben, auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja eine Hungerblockade. Ja, ja, sicher. Sicher. Und diese Kriegstraumatisierung, wer kann die heilen? Ja, aber das erklärt natürlich nicht das weltweite Phänomen. Ja, ich meine, dass wir Deutschen irgendwie ein bisschen geschädigt sind durch 2 Kriege und 2 Niederlagen und Hungersnöte mit allem drum und dran. Ja, aber machen das, uns die anderen etwas nach? In Amerika passiert doch eigentlich gar nichts. Ja, doch. Die fahren die dicken Autos. Ja, nichtsdestotrotz, die Klimapolitik wird ja von den Vereinten Nationen gemacht. Und da sind 195 Staaten, die das Rio-Protokoll unterschrieben haben. Ja, und das ist ja noch so abgefasst, dass gesagt wird, also bei Rio hat man sich ja über das Klima nicht direkt, sondern nur indirekt geäußert. Man hat gesagt, wir müssen die Atmosphäre so schützen, dass nicht durch die Zunahme gewisser Gase irgendwie negative Folgen auftreten. So war das. Und damals hätte man schon sagen können, oder hätten vernünftige Leute sagen müssen, hoppla, ihr geht auf den CO2-Gehalt der Atmosphäre hinaus. Wenn der über 10.000 Jahre konstant war und in den 10.000 Jahren die Hurrikane, die Taifune, die eiskalten Winter, die heißen Sommer, die trockenen Dürresommer und so weiter und so fort, wenn es das alles schon gegeben hat und das Wetter völlig autonom sich verhalten hat, kann etwas in dieser Kausalbeziehung, die ihr hier konstruiert habt, nicht stimmen. Mhm. Ja? Es kann nicht von dem ab. Und wenn ich das ganze CO2 rausnehme, diese 0,04%, ja, wenn ich einem von 100 Euro 40 Cent wegnehme, das sind 0,04%, der merkt das nicht, im Grunde genommen. Und mit diesen 40 Cent kann ich gar nichts machen. Ja, dann muss ich sagen, das ist alles vergebene Liebesmühe. Und da muss ich fragen, was will man hier? Will man eine neue Währung schaffen,
Gedankenspiele gibt es ja, eine Art CO2-Währung, ja, wo man nur noch den Menschen, bei den Autos macht man es ja jetzt schon, ja, jedes Auto wirft nach den CO2-Emissionen, ja, da werden staatliche Grenzwerte festgesetzt. Man will jetzt auch die Häuser nach CO2 taxieren, ja, und den Hausbesitzern eine CO2-Abgabe, ja, und auflegen. Andere überlegen gehen ja noch weiter. Die Atmosphäre kann nicht mehr in Zukunft von den jedem Einzelnen kostenfrei genutzt werden. Das heißt, wenn ich atme, kriege ich ja schon eine Sauerstoffsteuer. Und wenn ich ausatme, kriege ich eine CO2-Steuer angehängt. Ja, das heißt, man kann doppelt an den einzelnen Menschen verdienen, wenn man das jetzt mal weiterspinnt. Ja, und dann ist diese ganze Idee natürlich die infam bis auf den Aus. Ja, denn da, hier geht es ja um die Existenz eines Menschen. Ja, Sauerstoff brauche ich zum Existieren und CO2 genauso. Ohne CO2 kriege ich keine Lebensenergie in meinen Körper hinein. Ja? Und ich erinnere mich immer noch an das alte Rom, als es unterging. Rom hat ja zum Schluss Kriege geführt ohne Ende, war verschuldet ohne Ende. Ja? Und Schulden haben die hartnäckige Eigenschaft, einen bis zum Ende zu verfolgen. Und da haben die Römer die Toilettensteuer eingeführt. Geld stinkt nicht, ja. Da kommt der Ausdruck her. Herr Dr. Thüne, ja, den armen Kindern erzählt unsere Zeitung, es gibt auch mehr Unwetter. Auch uns wird es ja ständig erzählt, mehr Tornados, mehr Blizzards, mehr Dürren, mehr Feuchten. Wenn es kälter wird, ist es Klimaerwärmung. Wenn es wärmer wird, ist auch Klimaerwärmung, egal was geschieht. Man erzählt uns von galoppierenden, sich verschärfenden Wetterunglücken. Sie sind Meteorologe, Sie haben studiert. Können Sie das bestätigen? Gibt es dafür Anzeichen, dass wir immer mehr von diesen Wetterunglücken erfahren? Mehr Regen, mehr Sonne, mehr Wolken, mehr Blizzard, mehr Dürre, mehr was weiß ich. Das ist heutzutage natürlich ein leichtes Problem, den Eindruck zu erzeugen. Es wird alles extremer, es wird alles schlimmer, es wird alles häufiger. Der Deutsche Wetterdienst, muss ich sagen, hat dagegen versucht anzukämpfen. Er hat es nicht geschafft. Er hat Statistiken erarbeitet und so weiter. Es gibt in der Natur und wie auch hier, die sagen immer eine gewisse Zyklen. Ja, Warmphasen, Kaltphasen, es gibt dann mal ein paar aufeinanderfolgende strenge Winter, dann mal wieder zwei Jahrzehnte mit nur milden Wintern. Es gibt alle 10 Jahre mal ein wirkliches Orkantief, was durchzieht. Ja, Anfang 90 waren 3 Orkane hintereinander, Wiebke und, da hat man dann Prognosen gemacht, also in Zukunft haben wir das praktisch jedes Jahr und noch häufiger. Dann war 10 Jahre Ruhe, da kam man wieder der Lothar als Orkan und so weiter und so fort. Es wird der Eindruck erzeugt. Also man bauscht ein einzelnes Ereignis auf. Man bauscht auf Popanz auf. Und sagt, siehe da schon wieder und... Ja, und wenn es hat Hitzejahre wie 2003 hat es schon immer gegeben. Ja? Ich habe mal so die deutschen Sturmfluten, gibt es eine bis ins Mittelalter zurückgehende. Also da gibt es überhaupt keine Anlass. Die größte Regenkatastrophe, die es je gab, war 1342. Mhm. Ja? Also vor Beginn der Industrialisierung, die große Mandränke, da stand ganz Norddeutschland praktisch unter Wasser, nur der Harz guckte natürlich raus. Da habe ich hier ein schönes Bild. Da ist hier auf dieser Ebene, das ist in Kitzingen am Main, die Ecke, sind die Hochwasserereignisse. Und da haben wir hier dann 1784. Und hier haben wir 1970 oder so. Den Pegelstand gibt es auch in Mainz. Ja. Also am Fischtorplatz ist so hoch. Gibt es auch in Heidelberg, so an der Neckarbrücke. So hoch über der Straße. Ich glaube, 2 Tage später. Das heißt, wenn das Hochwasser wieder käme, ja, dann wäre der ganze Dom, Mainzer Dom, unter Wasser. Ja. Ja? 1784, das war. Hier und hier. Und zwar war das noch vor der Rheinkorrektur. Ja. Heute wird ja gesagt, wir müssen Retentionsräume schaffen, um Hochwasser abzubilden. Genau. Damals gab es keine Hochwasser. Aber Wasserschutz. Kein Wasserschutz, damals, ja. Ja, nee, damals meandrierte der Rhein noch wild. Konnte sich ausbreiten, wie er wollte. Er hatte Ausbreitungsfläche ohne Ende. Trotzdem so ein gigantisches Hochwasser. Das sieht man in Zons am Rhein, auch
wie gesagt, am Main, am Neckar, überall an der Mosel findet man diese Hochwassermarken. Aber die Leute und die höchsten, Pegel waren alle vor der Industrialisierung. Ja. Ja, jetzt in den letzten Jahren gar nicht. Das heißt, die Bevölkerung läuft blind an ihren vor der Nase liegenden Gegenbeweisen dieses Klimahorrors vorbei, ja. Lässt sich dumpf manipulieren, weil mit wem man auch spricht da draußen, die glauben alle, dass es ein Klimaproblem gibt. Na ja gut, das was schwarz auf weiß steht, das muss man glauben. Was ja. Bunt aus der Glotze kommt. Ob das nun über die Fernsehmedien kommt oder aus den Printmedien, im Grunde genommen sind das Informationen, die wir vorgesetzt bekommen. Und die Häufung der Informationen kann ich natürlich dosieren, wenn ich hinter dem Sender stehe in der Zeitung. Ich kann sagen, nimmst du diese kleine Überschwemmung da, wenn mal irgendwo in Australien oder in Alaska oder wo auch immer ein Fluss über die Ufer tritt, nehme ich das jetzt? Da gibt es natürlich Leute, die sagen, ja sicher, selbstverständlich, ich bringe die und die und häufe diese Meldungen. Dann wird natürlich beim Zuhörer oder Zuschauer der Eindruck erweckt, das wird tatsächlich alles immer schlimmer und immer häufiger. Ja, und das kann ich auswählen. Und da gibt es ja auch einen gewissen Zyklus. Immer vor großen Klimakonferenzen wird die öffentliche Stimmung angeheizt. Ja, so erleben wir das ja im Moment. Und dann ist wieder Ruhe. Mhm. Ja, und 2-3 Monate vor dem nächsten, da werden auch die Computer in Gang gesetzt. Da kommen immer wieder neue Modelle, neue Prognosen, das und das und das. Neue Bücher, ja, Selbstverbrennung. Selbstverbrennung, neue Bücher, da kommen neue Theorien, dass warmes Wasser plötzlich irgendwann mal in die Tiefe absinkt, dort auf unbegrenzte Zeit verharrt, um dann irgendwann mal wieder, wenn jetzt die Globaltemperatur nicht mehr steigt, also man kann die nicht immer schön rechnen, und hochrechnen, ja, dann wird gesagt, so, ja, das liegt an dem warmen Wasser, das ist verschwunden und irgendwann tauchst du aus der Tiefe mal auf. Wie das in der Natur funktionieren soll, weiß kein Mensch. Warmes Wasser ist leicht und sinkt nie, ja, unter das kalte Wasser. Ja, warmes Wasser bleibt oben und kühlt sich oben ab. Ja, und deswegen hat ja auch das Wasser ja die Eigenschaft, bei 4 Grad Celsius plus die höchste Dichte zu haben. Ja, wenn ein Tümpel im Herbst alles kühlt, kühlt ja von oben aus und oben habe ich Eis und das 4 Grad Wasser sammelt sich ganz unten, sinkt ab und sammelt sich unten. Also wir sind vollkommen denaturiert, wir wollen vom Naturrecht. Ja, wir reden von Naturschutz und haben von Natur keine Ahnung. Wir wollen von Naturwissenschaft, also einem Blödsinn reden. Wir können eigentlich den Zuschauern nur sagen, glaubt den ganzen Schwindel nicht, habt keine Angst. Lasst euch keine Angst machen. Ja, ja, das Entängstigen, das und, ist das und Arme. Praktisch gesehen, wir müssen nicht Angst haben wegen einiger NOx aus irgendeinem VW-Motor, nein, verbotenerweise entwichen. Wir müssen keine Angst haben vor dem nächsten Blitzart. Gut, persönlich kann es einen dann erfrieren, aber deswegen wird die Welt nicht untergehen. Nein, die Welt geht ja auf keinen Fall davon unter. Und das sind alles Ereignisse. Es gibt in der Natur nur Ereignisse. Der Natur Katastrophen zu unterstellen, ist ja schon der Natur etwas Schlechtes, etwas Menschliches zu unterstellen, denn nur Menschen können so etwas machen. Ja, das heißt, ein Vulkan oder ein Erdbeben oder ein Sturm, Orkantief und so weiter, wird ja dann erst zur Katastrophe, wenn Menschen betroffen sind. Es ist ein Naturereignis und wir können an Naturereignissen nichts ändern. Sie kennen das große Erdbeben in, wo war das? Ich kann auch eine Milliarden Chinesen nehmen, ja, jedem eine Schippe in die Hand, die sollen jetzt mal ein Hochdruckgebiet abschaufeln und ein Tiefdruckgebiet zuschaufeln mit der Schippe. Ich kann nichts ändern, ich kann die Höhenströmung nicht ändern. Mir gefällt der Nordwind nicht, ich drehe die Höhenströmung auf Süd. Dann kriege ich wenigstens von der Sahara ein bisschen Wärmeluft als jetzt mit Beginn des Winters, wenn die Luft aus Nordwesten kommt, dann kommt Schnee. Ja. Also ich kann da nichts ändern am Wetter. Wir können Klima nicht schützen. Es ist wichtig, sich vor dem Wetter nach wie vor zu schützen. Das muss man. Ja. Und wenn man weiß, wo man wohnt, weiß man, wie man sich zu schützen hat. Mhm. Und wenn einer viel Geld hat, der sagt, nee, den Winter will ich hier nicht mehr erleben. Ich fahre im 1. Oktober, fliege ich auf nach Mallorca oder sonst wo in die Südsee. Soll er fliegen, und ohne und Angst. Ja, der soll fliegen. Und doch wird er auch wieder Wetter erleben. Ja, ja, dann wird er zwar hier nicht die Kälte erleben, aber wird andere Wettererscheinungen, die ihm möglicherweise auch nicht passen. Mhm. Aber jedenfalls, er ist frei, er ist mobil, kann sich das aussuchen. Aber eine großräumige Wetterbeeinflussung ist absolut unmöglich.
unabhängig davon, dass man mal versucht, einzelne Wolken zu impfen und so weiter und so fort. Das, ja, das, aber da ist ja nichts, da ist bisher nichts Substanzielles rausgekommen. Ja. Ja, es gibt keinen objektiven Beweis, dass wirklich die Impfung tatsächlich geholfen hat oder der Hagel dadurch unterbunden worden ist. Es ist auch ein Geschäftsmodell wahrscheinlich für die Impfstoffverkäufer. Ja, das ist alles mit der Angst. Ja. Alles mit der Angst und mit dem Problem der Versicherung, gib mir Geld und wenn dann Schäden kommen. Ja, aber die Prämien sind vorher so berechnet, dass man immer auf der Gewinnerseite ist. Also wo der einzelne Hausbesitzer noch eine Chance hat, ist, dass er auch die Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten in den Klimaschutzgesetzen schlicht für sich in Anspruch nimmt. Da gibt es ja nämlich diese Möglichkeiten, wenn es unwirtschaftlich ist, und es ist immer unwirtschaftlich, kann man ganz leicht errechnen, das ist das, dann kann er sich befreien lassen, soll seine Hütte in Ruhe lassen und vor seinen Flugreisen oder vor dem Duschbad oder der Badewanne braucht er auch keine Angst zu haben. Er kann damit das Klima nicht verändern, er kann auch das Wetter nicht damit steuern. Er soll einfach normal vor sich hin leben und soll einen normalen Naturschutz pflegen und seine McDonald's-Tüten nicht in die Landschaft werfen. Naja, also schützen kann man ja Gegenstände. Ja. Ich kann einen wunderschön gewachsenen Baum unter Schutz stellen, als Naturdenkmal. Ich kann ein Naturschutzgebiet Ich kann ein Gebiet, eine Fläche sagen, okay, das ist ein wunderschönes Feuchtgebiet, das ist ein wunderschöner Trockenrasen und so weiter und so fort. Ich kann einzelne Elemente in der Natur, in der Landschaft unter Schutz stellen. Ich kann auch Naturparke machen. Ja? Aber wie will ich dieses Unterschutz stellen auf etwas ausdehnen, das ich noch nicht mal sehen kann? Ich kann die Luft ja gar nicht sehen. Die kann sie spüren, wenn sie sich bewegt. Ja? Aber die Temperatur muss jetzt geschützt werden. Die Weltmitteltemperatur, die wir nicht wissen, wo sie es gibt. Die soll mit dabei belegt doch der Mensch selbst, dass er in der Lage ist, sich vor allen Temperaturen zu schützen. Die Eskimo wissen sich vor Erfrieren schützen. Früher hat man Neger gesagt. Afrikaner. Die Afrikaner oder die Südamerikaner, die Indios und so weiter. Der Mensch, wo auch immer sich über die Welt ausgedehnt hat, hat sich als erstes immer vor dem Wetter geschützt, das dort ist. Hat die Vegetation, die Pflanzung dem Wetter angepasst, der Vegetationsperiode und so weiter und so fort. Und wenn irgendwann das Wetter nicht mitspielt, wie 1315 bis 1317 oder so um 1850, als diese nassen Sommer waren, wo die Getreideernte, später dann in Irland 1850 Kartoffelernte verfault ist auf den Feldern, die Leute Hunger gelitten haben, dann ausgewandert sind, die Iren insbesondere, nachdem auch die Engländer gesagt haben, oh, die Iren sind uns unbequem, die lassen wir mal ein bisschen dann schlanker werden. Da haben die gesagt, bevor wir verhungern, gehen wir nach Amerika. Und also wenn ich mir das so anhöre, würde ich fast das resümieren wollen, wir brauchen vor dem Wetter oder vor der Klimaänderung brauchen wir eigentlich keine Angst zu haben. Wovor wir eigentlich Angst haben müssen, sind die Klimawissenschaftler und die Klimapolitiker. Naja, die betreiben falsches Spiel. Vor dem Klima brauchst du sowieso keine Angst zu haben. Ein wunderschönes Beispiel, wir haben ja auch mit Kant angefangen. Klima ist ein Konstrukt, ist ein Abstraktum. Ja, es wird errechnet, weil es Klima nicht gibt. Ja? Und die Periode, man hat sie auf 30 Jahre geeinigt, man könnte auch 50 Jahre nehmen, man könnte auch 100 Jahre nehmen. 100 Jahre Wetter sind natürlich bei der Erdgeschichte von 4,5 Milliarden Jahren nichts. Ja? Gar nichts. Und wenn ich sage, das ist mein Klimawert, den will ich jetzt halten und die Weltgeschichte geht über diesen hinweg, ist Quatsch. Also naturwissenschaftlich gesehen. Man muss einfach sehen, Klima ist ein Abstraktum und Abstrakta existieren nicht. Wir haben ja auch von der Politik gesprochen. Und einer, der mit der Politik sehr eng zusammenhängt, ist der Friedrich Engels. Mhm. Der Marx war ja der Marxist, der den Namen gegeben hat. Engels hat ja Marx wesentlich finanziert, aber er hat auch natürlich die Ideologie mitverfolgt. Er hat aber ein Buch geschrieben, 1878, Dialektik der Natur. Und da hat er etwas angesprochen, was ich auch per Zufall vor einigen Jahren, erst nachdem ich das Buch irgendwo im Antiquariat gefunden hatte, habe ich gedacht, das muss man lesen. Ich war erstaunt, der Engels war auf dem physikalischen Wissen seiner Zeit.
Also à la Bonheur. Und der hat über eine Uneigenheit des Menschen geschrieben. Der Mensch hat die Tendenz zu abstrahieren. Sprache ist ja sehr abstrakt. Stuhl ist ja nicht gleich Stuhl. Ich muss ja immer jeden Stuhl beschreiben, weil alle anders sind. Ja? Aber wir haben dann solche abstrakte Begriffe übernommen und in den Sprachgebrauch. Zum Beispiel einer, Engels hat gesagt, nehmen Sie den Begriff Obst. Ja? Es hat noch nie ein Mensch Obst gegessen. Obwohl wir jeden Tag von unserem Arzt hören oder in den Illustrierten lesen, Apothekenrundschau und. Esst Obst, Obst ist gesund, Obst enthält Vitamine und so weiter und so fort. Und Engels sagte, wir machen solche abstrakten Begriffe, das ist auch Wurst oder Getreide oder Brot, ja, das sind auch ein abstraktes Begriff. Es gibt ja Dutzende von verschiedenen Brotsorten, ja. Ja, und glauben dann, dass wir auch Obst essen. Ja, aber er sagte, nein, wir essen kein Obst. Obst als solches existiert nicht. Ich esse entweder einen Apfel oder eine Birne oder eine Pflaume oder einen Kirschen oder was auch immer. Und ich esse Hühnerfleisch und Schaffleisch und Rindfleisch und Schweinefleisch oder was auch immer. Ja, aber ich esse kein Fleisch und kein Obst. Und deswegen kann ich auch kein Klima schützen. Ja, Klima ist wiederum vom Wetter abgeleitet, ist zwar ein abstrakter Begriff, ja, aber er hat keine eigene Existenz. Es gibt kein Klima, schon gar kein Globalklima. Also wenn es ein Globalklima gäbe, ja, wie würde dann die Biodiversität auf der Erde existieren können? Es gibt ja neben dem Klimaschutz, ja, gibt es ja gleichzeitig Schutz der Vielfalt, der biologischen Vielfalt auf der Erde. Ja, es gibt und diese biologische Vielfalt ist immer ein Abbild des Wetters. Ja, Wetter ist ein perfekter Verbrecher, hinterlässt in der Atmosphäre keine Spuren. Ich habe heute Morgen einen blauen Himmel und der blaue Himmel sagt mir nicht, dass gestern Hagel Niederschlag war. Das Wetter hinterlässt nur Spuren auf der Erde. Ja, wenn lange in eine Richtung das Wetter wirkt, ändert sich die Vegetation, die Spur ist eine andere. Ja, und so kriege ich ein Stück weg. Ja. Und so kriege ich, und anhand dieser Spuren versuche ich, das Klima zu rekonstruieren, aber im Grunde genommen kann ich nur das Wetter. Ich kann in den Eifelmaren ja, die Sedimentschichten untersuchen. Ich kann bei den Eisbohrkernen kann ich natürlich auch, oder bei den Meeresablagern kann ich gucken. Die Wadern, da kann ich, die Flussablagern. Kann ich nur Schichten untersuchen. Oder ich kann Versteinerungen untersuchen, wie jetzt bei der Grube Messel bei Darmstadt. Ja, da kann ich sehen, in der Erdgeschichte lebten mal in der Grube Messel Pferdchen und Nilpferde und Haifische und was. Also muss da mal ein See gewesen sein, muss auch warm gewesen sein. Ja? Und so kann ich die Klimageschichte rekonstruieren anhand der Spuren, die das Wetter hinterlassen hat. Klima selbst kann ich nicht rekonstruieren. Und deswegen kann ich auch kein Klima erklären ursächlich. Alles, was ich hier zeige, und so fein die Kurven auch sind, auch die von in dem Hirnverbrannt, in der Selbstverbrennung vom Potsdam-Institut, ja, dann, egal was ich auch rekonstruiere, zum Beispiel das, wie ich das erkläre. Oder diese entzerrte Kurve, wie will ich das erklären? Ich kann zwar Peaks feststellen, aber an der Anordnung und an der Unregelmäßigkeit, da gibt es keine Gesetzmäßigkeit. Ich finde eine Verzweiflung auch bei den Klimawissenschaftlern. Ich habe heute gelesen, es gibt, man hat entdeckt, ja, die Klimawissenschaft ist ja erst als moderne Wissenschaft mit Hilfe des Computers aufgebaut worden. Die NASA wurde nun überführt von Professor Ewert, dass sie so gut wie alle Wetterdaten gefälscht hat. Ah ja, das an den eigenen das Daten erst, kann man sie überführen. Das erste Ärgernis war ja, dass diese manche Manipulation, wo das Klimaoptimum des Hochmittelalters eliminiert hat, eingeäbt. Ja, und jetzt hat die NASA ist erwischt worden, die haben ja 2010 ihre ganzen Klimadaten dokumentiert und archiviert. 2012, zwei Jahre später, haben sie, wenn man diese neuen Daten mit den alten vergleicht, mit der dokumentiert, sieht man plötzlich, dass da manipuliert worden ist. 10 Manipulationsmethoden haben sie nachgewiesen. Wenn ich mich an den Computer begebe und den als Wahrheitsinstrument oder Wahrheitsfinder nehme,
Da kann ich so viel manipulieren. Also bringen wir es auf den Punkt. Klimaschutz ist Wahnsinn, Klimaschutzpolitik und Klimaschutzwissenschaft ist ein Verbrechen. Ja, so muss ja nicht Verbrechen ja, sagen. Es will uns ja berauben. Es nimmt uns Geld, es nimmt uns Mobilität, es nimmt uns die Luft zum Atmen. Ja. Wir sollen dekarbonisiert werden. Auf Deutsch heißt es aus mit der Menschheit. Ja. Ja, vielleicht lassen wir noch ein paar Pflanzen übrig. Ich weiß nicht, wo das landen soll. Ja, ja. Es ist doch streng genommen ist doch das ein Selbstmordprojekt. Klimaschutz in dieser Art, CO2 zu eliminieren. Das ist doch von der Idee, wir arbeiten es doch aus. Ja, das habe ich ja x-mal gesagt. Ja, wie kann ich nehme ich das CO2 aus der Atmosphäre, vernichte ich alles Leben. Wenn ich mich dekarbonisiere, aus ist es, Schluss, dann kann man mich einsargen, möglichst tief in ein CO2-Depot weg. Ja. Das ist dekarbonisieren. Ja. Also wir haben Verbrecher da oben namens Klimaschutzpolitiker. Aber auch wenn ich mich verbrenne, ja. Vernichte ich nicht das CO2. Müssen Sie das CO2 dann deponieren? Das CO2, was ja als CO2 in die Pflanze kommt, kommt als über die Verbrennung wieder in die Luft zurück. Es schließt ja einen Kreislauf, einen Lebenskreislauf auf dieser Erde. Ja, das heißt, und das schrieb ja auch der James Lovelock, der Vater der Gaia-Hypothese, hat gesagt, die Menschen können gar nicht so viel fossile Stoffe verbrennen, wie die Natur an CO2, Kohlenstoffdioxid, das ist der exakte Name, nicht Kohlendioxid, Kohlenstoffdioxid, wie die Natur braucht. Und deswegen hat die Natur den Vulkanismus. Und über den Vulkanismus, der ja nun auch sehr unregelmäßig ist, wird immer das Defizit aufgebraucht, wird neuer Wasserdampf in die Atmosphäre gegeben, der dann irgendwann als Regen rausfällt, und neues CO2, was dann sedimentiert und in der Bodennähe landet, um dort als Pflanzennahrungsmittel zu dienen. Ja, also der hat sich viel gedacht. Der liebe Gott hat sich sein System wunderbar ausgedacht. Wir verstehen es nicht genau. Ja, der liebe Gott hat auch, man muss dann die Genesis lesen. Ja. Da steht die Erde bei öd und leer, Feierabend. Ja. Und dann kam der Befehl, es werde Licht. Ja, und dann ist die nächste Schlussfolgerung, die Erde muss eine Kugel gewesen sein, sonst kann ich ja kein Tag und Nacht. Nur eine rotierende Kugel kann von einem externen Körper gleichmäßig bestrahlt werden. Nicht gleichmäßig, aber da gibt es dann Stellen, Nordpol und Südpol, die weniger kriegen. Und wenn die Achse noch geneigt ist, habe ich da ein halbes Jahr Sommer und ein halbes Jahr hell und ein halbes Jahr dunkel oder Sommer und Winter. Da gibt es die Übergangsjahreszeiten wie bei uns und so weiter. Da steht alles drin. Und dann als erstes werden die Pflanzen geschaffen. Und es steht ausdrücklich drin, die grünen Pflanzen. Also die Leute, die Genesis geschrieben haben, zwischen 9. und 5. Jahrhundert vor Christi Geburt, die wussten, dass alles Leben mit den Pflanzen beginnt, den grünen Pflanzen. Ja, der Begriff Photosynthese war denen völlig unbekannt. Aber das ist die chemische Formel, auf der letztendlich alles Leben beruht. Ja, und dann noch wunderschön, da kommen dann die Tiere und dann später, als der Gott sah, dass alles gut war, dann hat er den Menschen geschaffen. Wie auch immer das beschrieben ist. Das war eine Seele wahrscheinlich. Wie das geschehen ist, ist ja egal. Nein, das war eine Seele. Es geht um eins. Gut, der Mensch wollte vom Baum der Erkenntnis wollte so schlau sein wie Gott. Ne? Aber er war relativ dumm, als er nämlich aus dem Paradies vertrieben wurde. Adam und Eva steht ein Satz. Und Gott hängte Adam und Eva Felle um. Sie haben gesehen, wir sind nackt, sie schämten sich nicht. Ja? Aber was sie damals noch nicht wussten, aber der Gott schon wusste, wenn du die jetzt nackt als nackte Affe in die Welt loslässt, kommen die nicht weit. Die werden relativ entweder von der Sonne versenkt oder im afrikanischen Hochland nachts erfrieren sie. Da habe ich ja... Und ein Feigenblatt lang nicht. Das hatten sie ja noch nicht mal. Nein, in Fellung. Das heißt, nur das Fell schützt vor Unterkühlung oder zu starker Erwärmung. Ja. Ja, dieses mit dem Fell, da ist wahrscheinlich der Mensch drauf dazugekommen, okay, so viele Tiere gibt es gar nicht, also muss ich jetzt anfangen zu gucken, wie ich mir Kleidung schaffe, wie ich mir ein Gehäuse schaffe, in dem ich mich vor dem Wetter sicher fühlen kann. Also dem lieben Gott möglichst wenig ins Handwerk pfuschen,
das Wetter mal so lassen, wie es ist. Das Klima braucht, da habe ich gar keine Schützen. Angst, dass wir das Wetter manipulieren können. Das wäre natürlich die größte Gefahr, die größte Waffe. Der aber Staat. Darüber wird geredet, ja. Ist wird, man, ja ist, wer weiß, was alles anstellen müsse, um die ja, aber ich, das zu erreichen. Ist, das ist für mich nach wie vor Schraubenschlägerei, denn da fehlt den Menschen die Energie. Die Energie, mit der das Wetter arbeitet, ja, aber man ist kann wahrscheinlich der Geschäfte immens. Machen. Dann nee, es geht ja um die allgemeine Zirkulation, ja, die kann ich nicht verändern. Das ist mir schon klar, aber ja? Der Versuch ist schon eine Geschäftemacherei. Ja, da gibt es auch Forschungsgelder. Ja. Ja, ob das nur über die militärische Forschung finanziert wird, über zivile, das ist ja egal, aber es gibt Geld. Irgendwo ist immer der Antriebsfaktor das Geld. Ja, die Sucht nach dem Geld und natürlich auch Macht. Geld und Macht ist ja eng miteinander verknüpft. Ja, kommen wir zum Abschluss. Klimaschutz ist ein unmögliches Unterfangen. Schutz ist global, Klima ist erst recht. Es gibt doppelt nicht. Das Wetter macht, was es will. Auch das ist richtig. Leider macht die Politik auch, was der Lobbyist will. Dafür bräuchten wir mehr Schutz, aber wie man den bewerkstelligt, wissen wir beide nicht. Nein, wir wissen jeder nicht. Einzelne soll sich aus seiner Angst durch ein bisschen nachdenken vielleicht und ein bisschen selber forschen und verdächtigen, was die Medien hier bringen, sich selbst erlösen. Ja. Also der nicht Mensch, sich selbst verbrennen. Vor allem die Jugend, die ja nun im Wesentlichen betroffen ist, wir ja nicht mehr. Wir sind Auslaufmodelle. Nur einfach mal sehen, die paar Jahre, die wir noch. Was wollen Sie der Jugend raten? Die Jugend soll wieder anfangen, lesen zu lernen. Sie soll versuchen, den eigenen Verstand wieder in Betrieb zu setzen, in Gang zu setzen, soll nicht so leichtgläubig sein, soll anfangen, wenn sie liest, am besten ältere Bücher zur Hand zu nehmen. Bücher aus den 30er, 40er, 50er Jahren, auch die ersten Nachkriegsausgaben, die sind alle noch ideologiefrei. Ich habe ja einen Preis für ideologiefreie Wissenschaft gekriegt, 1999. Ich habe das für unmöglich erstmal gehalten und gedacht, was ist an Physik und an Meteorologie ideologisch belastet? Nein, es geht tiefer. Ja, und der Physikprofessor und die Organisation, die mich damals für den Preis vorgeschlagen hat, die haben das schon gewusst. Ja, wir leben in einer Zeit, wo man versuchen muss, die Ideologien erstmal zu ergründen. Was steckt dahinter? Cui bono? Wem nützt etwas? Ja, und dann hat man schon ganz schnell die Nutznießer eingekreist. Ja? Und dann sagen wir, ja, was habe ich denn davon, wenn die anderen sich die Taschen vollstecken? Ich habe nichts davon, ich muss doch nur zahlen. Das sind ja aber und dieses Bewusstsein, dass der Bürger immer der Dumme ist, der alles bezahlt, alle Schulden auch insbesondere. Ja? Wo kein Mensch redet über die Schulden. Wir können die ganze Welt zu uns aufnehmen, glücklich machen, ja, ohne Obergrenze. Ja, aber die Schulden steigen. Wir wissen ja nicht, wie wir mit der heutigen Verschuldung zurechtkommen sollen. Nur bis zum Crash. Ja, den kann bis man natürlich auch, Crash. Man kann das Geld weiter aber das ist ein und, Thema, und, aber ich, das können wir hier das können noch, wir noch weniger lösen. Noch weniger, das ist überhaupt nicht lösen. Ja. Also beim Klimaschutz hat man wenigstens noch die Ration, man kann den Verstand, an die Vernunft appellieren. Denkt doch einfach mal nach. Was kannst du mit dem Wetter anfangen? Wie reagiert das Wetter? Ich denke immer, so wie das kleine Kind fragt, Papa, warum ist die Banane krumm oder sowas, wenn man mit dieser simplen Fragetechnik unsere Politiker konfrontiert und fragt, ja, wie genau soll denn jetzt das geschehen? Wie kann dann das CO2 so eine Wirkung haben? Wie viel CO2 gibt es denn überhaupt? Ich denke immer, mit ganz simplen, kindlichen, einfachen Fragen muss man sich diesen Wahrheiten nähern. Und wenn man seine Neugier bewahrt, ja gut, aber die Neugier muss man, wer hatte noch diese Neugier? Ja, die muss man entwickeln. Wir haben auch, wie beim gesamten Konsum, wir haben ein Konsumdenken. Mhm. Wir nehmen die Bücher, die Zeitungen, verschlingen die und verdauen die, beziehungsweise ja, unverdaut. Ja? Und dann, man muss erst mal wieder, und das kann ich überhaupt nicht, man muss das Bildungssystem wieder reformieren. Aber das wird jede Generation gefordert.
Ich denke mal, vielleicht, wenn die alten Klimaexperten ausgestorben sind, kommt die nächste Generation und findet ihre eigenen Lügen. Ja, aber wenn die jetzige Generation von Kindesbeinen, vom Kindergarten schon an in dieser Ideologie erzogen wird, dann schiebt sich das mit der Ideologie, mit dem Aussterben, das funktioniert dann nicht. Schauen Sie mal, was aus den ganzen Nazis geworden ist, kaum war der Krieg vorbei, schon waren sie alles Widerständler. Gut, das ist der Mensch, ja, aber das Problem können wir nicht lösen. Der Mensch versucht immer seine Haut zu retten, ja. Ja, und der Mensch schlägt auch Haken wie ein Hase. Ja. Ich denke mal, wir sollen aufmerksam bleiben, wir sollen neugierig bleiben, wir sollen den Medien nicht nachlaufen und der aktuellen Tagespolitik. Wir sollen selber zum Denken wiederfinden, und ich glaube, damit können wir das heutige Gespräch, für das ich Ihnen herzlich danke, abschließen. Es war eine lange Runde, wir haben viele Themen berührt, wir können keine Probleme lösen, wir können aber unseren Zuschauern nur sagen, fangt an, wieder selber nachzudenken, fangt an, selber wieder auch zu forschen, bleibt misstrauisch, bleibt neugierig und habt keine Angst. Ja, wir brauchen wieder eine Aufklärung. Wir bräuchten eigentlich einen Menschen wie Immanuel Kant. Wir bräuchten mehr Ostpreußen. Dankeschön. Und damit bedanke ich mich für Sie, bei Ihnen. Und ich denke, unsere Zuschauer, Zuhörer haben sicher einige Anregungen bekommen, den Alltagsschwindel aus unseren schönen Zeitungen ein bisschen mit anderen Augen anzugucken. Vielen Dank. Gern geschehen. Dankeschön.